Moin, moin zusammen. Wie geht's euch? Mensch, ist ja schon die Bude voll. Ich fange einfach direkt irgendwo an. Tomato Cake, Servus, Nicole. Croquetos, Marshmallow, Cat ist mit am Start. Andreas, Servus. Mephisto, grüß dich. Stulle ist mit dabei. Weidmannsheil, euch auch, ey. Ich hab so Bock auf die Savanne, ich sag's euch. Ich bin gespannt, wie viel oder wie oft wir im Chat lesen. Mich hat ein Löwe gekillt. Mich hat ein Büffel gekillt. Mich hat ein verdammtes Schwein gekillt. Alter, ich habe richtig Bock. Kit, grüß dich. Sebastian, moin. Tom, Toni, Daniel. Ich bin im Video. Oh ja, da waren jetzt ein paar dabei. Senshi war im Video. Adlauge war im Video. Richtig, richtig geil. Ries, Servus. Shady ist mit dabei. Rotwild, Lenny, Louis, Adrian, der Herbie, Matthias, It, Slay, moin, Shadow Leonard, moin moin, Luab, Benjo, ich bin bereit. Oh ja, ich glaube, wir sind alle bereit. Peter, grüß dich. Mit einem neuen Bild, glaube ich. Peter, moin. Dirk, Salatbesteck, hi hi. Alter, was glaubt ihr? Schwerstes Tier in der Savanne? Was dauert am längsten? Yvonne, Servus, Marcel, hi. JK, hab heute auch meinen ersten Diamantlöwen geschossen. Glückwunsch. Silas, grüß dich, Quatschkopf, Adrian, Mike, Junge, ich komme gar nicht hinterher. Schnitzel meint Löwe, Rotwild meint Gnu, Schakal, Löwe oder Hase, ja, ja. Da sind natürlich auch die Hasen dabei. Also, das wird echt spannend. Das wird richtig spannend. Ich mach mal schnell meinen Desktop. Moment. Ich sehe euch kurz nicht. So. Alter. Zippo! Zippo, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Für die Unterstützung. Der Hammer. Zippo, tausend Dank dir. Ich starte im Hintergrund schon mal das Spiel. Also, was haben wir gelesen? Schakal, Hase, Lutz, grüß dich. Peter meint Kojote. Das ist wahrscheinlich den Schakal, den du meinst. Ich kann nur bis 7:30. Dann muss ich wieder. Moment, dann muss ich eine Stunde weg. Okay. Dann bis später. Was haben wir noch? Dustin, grüß dich. Streifenschakal. Hey, ist das? Moin, moin. Also, Schakal war jetzt oft dabei. Levi, grüß dich. Hanna, moin. Schakal war jetzt tatsächlich sehr oft dabei. So, ich gehe schon mal in die Map rein. Wenn wir quatschen, packe ich schon mal meine Sachen zusammen. Alter, Ries. Mach weiter. Let's go. Ries, 1000 Dank dir. Vielen, vielen Dank. Ich mache die Musik mal einen Ticken leiser, ey, sonst wird es hier zu viel. Wenn es noch zu laut ist, sagt mir Bescheid. Löwe, ja. Löwe, ey. Puh, also... Ich weiß ja nicht. Was nehme ich mit? Was nehmt ihr denn so in dieser Wanne mit? Also ich weiß eine Waffe, die ich auf... Jo, seid ihr verrückt? Insel! Auf geht's! Insel! 1000 Dank dir, Mann! Was ist denn los mit euch in letzter Zeit? Insel, vielen, vielen Dank! Krank! Puh! Solo und 7mm, meint Mephisto. Okay. Solo 7mm, 300er. Sagt Sebastian. Wen haben wir noch? Stulle, hattest du heute schon dein Stück Kuchen? Oder gab es wieder nur für Ovomaltine-Brötchen? Alter, ich sehe hier jetzt schon den Chat. Ihr seid doch verrückt. Jetzt wird es hier gleich nochmal gleich abgehen. Was ist denn mit euch los in letzter Zeit? Jetzt mal ohne Schmarrn, ey. Das ist ja nicht normal. Ich warte es noch. Ich hoffe, der Alert kommt. Da ist er. René, willkommen im Red Legends Club. Vielen, vielen Dank dir. Tausend Dank. Und dann müsste gleich noch einer hinterherkommen. Da ist er. Werwolfs Mann, vielen Dank dir. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Ich weiß nicht, was heute mit euch los ist. Vielleicht liegt es an der Sonne. Keine Ahnung. Ich danke euch allen tausendmal für die Unterstützung. Ihr seid verrückt. Vielen, vielen Dank. Junge.
Wir haben gerade Torte gebacken. Also, was ich habe ist, hey, Zippo. Luis, Zippo. Luis, vielen Dank dir. Zippo, vielen, vielen Dank. Alter. Wenn ich das Mikro jetzt an mein Herz halten würde, dann wird es wahrscheinlich irgendwie so abgehen. Ich danke euch für die Unterstützung. Ihr seid die Besten. Ich sehe den Nächsten, ey. Ich sehe den Nächsten. German Scout haut einen Sticker raus. Ein Sticker. Sticker kommt leider kein Alert. Ich habe es bis jetzt noch nicht hingebracht. Trotzdem auch tausend Dank dir. Vielen, vielen Dank. Ihr müsst jetzt dann aufhören, sonst kommen wir nicht zum Jagen. Was ich jetzt völlig vergessen habe wegen euch, im Discord müsste der Kanal freigeschalten sein, wo ihr das nächste Gebiet. Daniel, tausend Dank dir. Das tut mir leid, ich kann nichts anderes sagen. Vielen, vielen Dank, German Scout, Daniel. Vielen Dank euch. Genau, also Discord müsste fertig sein. Red Buffalo, moinsen. Hobbyfarmer schaut vorbei. Grüß dich, Hobbyfarmer. So, ich glaube, jetzt springen wir mal ins Spiel. So, ihr müsst das Spiel eigentlich jetzt sehen. Ich hoffe es zumindest. Nein, Kuchen habe ich nicht. Ich habe die Frage nicht beantwortet. Tut mir leid, Kuchen habe ich leider nicht. Aber wenn es heute so weitergeht wie das nächste Mal, auch wenn ich dann von Sarah auf den Deckel kriege, ich glaube, dann bestelle ich mir einfach einen Kuchen. So, also was haben wir dabei? Ich habe aktuell die 300er, die Sporter und die Virant. Aber ich glaube, mir fehlt da noch was zwischendrin. Ich denke, es wäre besser, die, wie es Mephisto geschrieben hat, die Solo mitzunehmen, weil ich ja so gar keine Klasse 3 Tiere schießen kann. Wie kann man mitspielen? Einfach im Discord vorbeischauen. Ausrufezeichen Discord. Da wird alles erklärt. 3 bis 7. Genau, dann können wir mit der Solo, können wir im Endeffekt alles, was nicht Spießbock, Büffel und Löwe ist, erlegen. Und für die drei Tiere können wir dann die 300er nehmen. Also eigentlich wäre doch dann 300er, Solo und Virant ein ganz gutes Line-Up, wollte ich gerade sagen. Junge, ihr müsst echt aufhören. Davon Erdbeerrolle kaufen und genießen. Jenox, danke dir. Vielen, vielen Dank. Jetzt brauche ich nur irgendwo Erdbeerrolle. Alter Schwede. Dann kann ich keinen Streifenschakal schießen. Kann das sein? Ich glaube, wir kommen nicht ganz hin. Uns fehlt die Klasse 2. Oder ist Streifenschakal Klasse 3? Du brauchst die Ranger für Schakal. Dann mache ich es, denke ich, dann halte ich mich an Mephisto, ehrlich gesagt. Dann lassen wir die 300er hier. Nehmen die Sporter auch nicht mit. Nehmen die 7mm. Und die Ranger. Das war ein gutes Setup, Mephisto. Das war echt ein gutes Setup. Ranger mit rein. So müsste das besser funktionieren. Damit können wir jetzt eigentlich alle schießen, oder? Hab heute beim Asiaten bestellt. Boah. Lockmittel noch mit rein schnell. Braucht man nicht. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Ich glaube, jetzt sind wir gut dabei. So, ein bisschen Munition müssen wir noch kaufen, bevor ihr mich wieder fertig macht, weil meine Munition ausgeht.
Außer Hase, dafür brauchst du noch die Virant. Ja, genau. Virant ist mit dabei. Geweihrassel. Verletztes Kit. Wildschwein. Ganz wichtig heute an alle. Nimmt Erste-Hilfe-Sets mit. Ich bin gespannt, wie viele von uns drauf gehen. So. Jetzt noch ein bisschen Munition für die Ranger. Ich glaube, es war die Ranger. Wo sind meine Bilder? Junge. Daniel, mach langsam. Das reicht jetzt schon für heute. Für heute reicht's. Daniel, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank. Nee, Solo nicht. Ranger. Es wäre so gut, wenn man hier auch eine Suche hätte, wo man einfach dann den Namen der Waffe eingeben könnte. Wo ist er denn? Bin ich blind? Da ist er. Wir nehmen die Durchschlagsmunition. 55, ich hoffe, das reicht euch. Dann nehmen wir jetzt einfach noch 7mm Schuss mit. Auch da setzen wir auf Durchschlag. Der nächste, ey. Weg und davon. Grüß dich und tausend Dank dir. Vielen, vielen Dank. Alter. Ihr seid einfach der Hammer. So, habe ich alles dabei? Habe ich jetzt was vergessen? Nee, passt. Abfahrt. Simba ist heute von Anfang an mit am Start. Den habe ich das letzte Mal ein bisschen vergessen. Nicole, moin. Kiro, grüß dich, hi. Mein Flieger in die Savanne hebt erst später ab. Mein Junior tobt hier noch rum. Oh, okay. Dann kommst du einfach nach, Grille. Dann kommst du einfach nach. Hattest du schon mal einen neuner legendären Puma? Ja. Herbie, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank. Lua, moin. Was geht hier ab? Ja, ich kann es dir nicht sagen. Der Chat geht ab. Das kann ich dir sagen. Der Chat geht ab. So. Wir haben 13.13 Uhr. Ich muss mal schnell im Hintergrund Espies aufmachen. Savanne zählt jetzt nicht. Also ich mag die Savanne übelst gerne. Mir macht es da richtig Spaß, aber sie zählt nicht zu den Karten, wo ich mich besonders gut auskenne, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen muss ich mir das schnell herholen. Alter. Was ist denn mit euch? Das denn? Haut auch einen raus. Hatten wir sowas schon? Ich glaube nicht. Dustin, tausend Dank dir. Habt ihr irgendwas genommen? Vielleicht? Oder schreit schon irgendwas? Da schreit schon irgendwas. Springbock. Weiblich. Ich muss mir ganz kurz die Karten herholen. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem, ja, keine Ahnung, fangen wir mal mit Kudu an. Kudu hat da einen guten Spot an, da sind wir glaube ich schon in der Nähe, hier. Gehen wir hier mal hin und schauen, was wir finden. Mein Flug fällt aus, zu hohe Zahlen. Alter, der Chat kommt gar nicht hinterher, also mein Programm hier. Anfang vom Monat. Ah. Ah. Oh Gott. Ihr seid echt crazy. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier in den See. Da haben wir auch schon direkt. Alter, was? Moin Simba. So bettelt er nach Zuneigung. Zippo. Ich war 5-mal circa in der Map. Und ohne Ende tot. Ja. Ich glaube, heute wird es vielen so gehen. Zippo, nochmal tausend Dank dir. Vielen, vielen Dank. Weißen Gabelbock gesehen, aber ich habe ihn verschossen. Hast du ihn dann aufheben können oder war er komplett weg?
So, also wir sind hier gerade Uhrzeit auf meiner Map 13.22 Uhr. Das heißt, wir befinden uns mitten in den Trinkzeiten der Löwen. Könnte es sein, dass ich den ersten mache, der den Löffel abgibt? Könnte sein. Oder uns killt ein Warzenschwein. Ist auch schon vorgekommen. Was glaubt ihr, Savanne, wie lange braucht man? Ich hatte gerade einen Büffel ohne Grund umgerannt. Da haben wir schon den ersten. Der erste ist gefallen. Der erste ist gefallen. Wann und wie kann man dem Spiel beitreten? Also du kannst einfach jederzeit mitmachen, aber jeder spielt für sich auf seiner Map. Es geht einfach darum, dass wir alle gemeinsam quasi jetzt heute, geht die Savanne los, eine Woche lang, jedes Tier in Diamant bekommen. Am besten einmal im Discord vorbeischauen, da wird alles erklärt. Genau, so geht es. Wo schaust du die Trinkzeiten nach? www.espis.de Das ist die Seite vom Nordpol, da wird alles erklärt. Hab gestern Dierlöwen geschossen, hätte der nicht bis heute warten können. Das ist natürlich Pech. Alter, mein PC eskaliert richtig gerade. Der bläst hier wie so ein... Ich glaube, heute muss ich spitzen. Der bläst wie ein Ventilator warme Luft hier nach oben. Ich hoffe, dass du so weitermachst. Ich nehme es mal als Kompliment. Vielen Dank dir. So, wir holen jetzt erstmal... Wir holen jetzt erstmal einen schönen Löwen. Oder das Schwein ist da ja auch noch. Was ist da? Schakal haben wir auch noch. Also hier ist viel los an dem See. Kleiner Kudu trinkt da nachts... Also wir sind sogar in den Zeiten von Schakal und von Löwe. Beide zusammen. Mal gucken, habe ich mich schon eingesprüht? Ich habe keine Ahnung, ich habe mich ein bisschen ver... Alter. German Scout, nochmal einen, ey. Vielen Dank, wieder. Louis, jetzt hol dir den Dierlöwen, ohne zu sterben. Alter, Louis, ich gebe mein Bestes. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. German Scout schreibt, könnten ein paar Mal sagen, wie oft sie ungefähr ein Albino sehen? Alle x Stunden im Schnitt. Wäre interessant mal zu wissen. 200 Stunden ohne einen bei mir. Und noch ein Abo. Mary, willkommen und vielen Dank fürs Abo. Vielen Dank. Thjorben, ey, ich komme heute nicht zum Spielen. Thjorben, auch dir willkommen und vielen Dank. Fürs Abo. Cool, dass ihr dabei seid. Könnten ein paar Mal sagen. Ah ja, ich hab schon gelesen. Sorry, ey. Ich bin jetzt... Oh, shit. Oh, shit. Ich würde einfach den Stream nochmal ausmachen und wir fangen nochmal neu an. Wir fangen einfach nochmal neu an. Scheiße. Oh Mann. Wir gehen einfach direkt nochmal hin. Ich habe nichts gesehen. Ey, wenn ich mit einem Auge, ich habe den weder gehört, noch habe ich den irgendwie anders wahrgenommen. Krank. Verdammt, ey. Aber ich war nicht der Erste. Ich war nicht der Erste. Leon, moin. Also wir waren bei den Albinos. Also ich kann dir nur von mir sagen, bei mir hat es auch ewig gedauert, bis ich einen Albino hatte. Ich habe jetzt, ich schaue mal schnell nach. Ich meine... Es sind ungefähr
Ich schau mal schnell nach, wie viele Spielstunden ich habe. Ich kann dir ungefähr sagen, wie viel Albinos ich habe. Ich habe 760 Spielstunden. 760 Spielstunden und ich glaube, ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Albinos. 5. 4 oder 5 würde ich jetzt mal sagen. Es kann sein, ich habe vielleicht auch einen vergessen, aber viel mehr habe ich nicht. Und nachdem halt auch einfach echt viel mit Glück zu tun hat, wenn du nach 200 Stunden noch kein Albino hast, würde ich sagen, ist es völlig normal. Also da kommt bestimmt einer, aber die sind einfach auch echt selten. Alex, moin! Spiele seit 4 Monaten, hab 2 Albinos. Genau. Also bei denen... So, du verdammtes Vieh. Simba war auch gut gerade, oder? Hat einfach so... zugeguckt. Das mit den Albinos ist random, ja. Da komme ich mir ganz schäbig vor mit meinem weißen Raum. Mephisto, wie lange spielst du eigentlich schon? Linda, moin. Habe in den ersten 40 Stunden einen Albino geholt. Okay. Was sind Albinos? Albinos sind Tiere, die haben... sind Tiere, die haben einen Gendefekt, würde ich mal sagen, oder? Zweier. Und eine Pigmentstörung oder was auch immer es ist. Also die haben ein komplett weißes Fell. Die können irgendwie keine Farbe in ihrem Fell und so weiter darstellen. Aber ich bin mir sicher, Sanji oder so kann das besser beantworten. Die kennt sich da besser aus. Ich gehe mal in die andere Richtung. Ne, ich gehe in die Richtung, da ist der Wind besser. Kleibi, moin. Das einzige waren Albino Töcke, aber der ist nur durchs Bild geflogen. Aber immerhin, wenn es auf deiner Singleplayer-Map war, dann war er ja zumindest, oder dann ist er da zumindest und ist nicht weg. Dann kannst du ihn dir irgendwann noch holen. Der neue Durchgang ist bei knapp 600 Stunden, über 4 Jahre, wesentlich mehr. Viel mehr. Ah, du hast einmal neu angefangen, oder wie? Hab gerade Springbok geschossen, 0,8 unter dir. Aber geht ja schon gut los. Ich wage mal einen Blick ins Discord. Ist noch nichts abgehakt. Gott sei Dank. So, ja, Sanji ist da. Sanji, grüß dich, Mann. Wir hatten gerade, was ein Albino ist, Sanji. Das kannst du bestimmt gut erklären, oder? Hast du im Discord den gescheckten Diagabelbock gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Muss ich nochmal schauen. Letztes Jahr irgendwann? Okay. Hatte ganz... Oh, Stulle. Oh, hatte ganz zu Anfang einen Albino, aber ihn nicht ausgeschafft, da ich Geld sparen wollte. Passiert. Derry, grüß dich. Wie geht's dir? Hi, hi. Viel Spaß beim Spielen. Andy Materia, vielen Dank dir. Wenn jetzt auch noch so ein Schwein kommt und mich wegmacht. Also Savanne ist echt so eine Nummer für sich. Es war zumindest männlich. Eigentlich kann man, wenn man hier so durchs hohe Gras schleicht und so, da kann man eigentlich dauerhaft die Knarre im Anschlag haben, oder? Ich call ihn mal. Ist eine Pigmentstörung, ja, genau. Große Hufe, Füße, Schnauze sowie rote Augen, so ziemlich jede Tierart kann albinistisch sein. Ist eine Erbkrankheit, die auf eine Stoffwechselstörung der Pigmentzellen zurückzuführen ist. Oha. Wieder was gelernt.
Wurde gerade nochmal vom Büffel getötet. Scheint fast, als ob es abgehauen ist. Oh oh, er knurrt. Er knurrt. Hatte gestern 2 Trolle. Oh shit. Jetzt mache ich ihn weg. Ich habe ein bisschen Bammel gerade, der Hund knurrt hier. Hatte gestern 2 Trolle, einmal legendärer Bär, oh, und ein mittlerer Bison, beide knapp am Tier vorbei und ich war noch nicht mal 10 Minuten im Spiel. Shit. Ich hoffe, dass sie als Diamant zurückkommen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Da steht's. Jetzt ist Schluss. Wird heute echt hart für mich. Ich mag die Savanne überhaupt nicht. Oh, das hat eine steile Friese. Also mit einem Zweier steigt man ein in die Jagd in der Savanne. Hat aber, ich finde es ganz witzig, wie das ausschaut. Rot-braun. 82 Kilo. 35er Wertung. Kleiner Silber. Weiter geht's. Irgendwo muss hier noch ein Löwe sein. Adlerauge, grüß dich. Hi. Ich sah letztens mal auch eine Hirschkuh mit roten Augen, aber normales Fell. War sicher eine Vampirkuh. Könnte sein. Vielleicht ist die noch aus dem Halloween-Special übrig geblieben. Hier haben wir jetzt wahrscheinlich alles verjagt. Deswegen gehen wir direkt weiter. 14.12 Uhr, da haben wir noch einen Ticken Zeit. Wir schauen mal an den Spot, da hatten wir schon mal einen Dia-Löwen. Was war dein erster selbstgeschossener Diamant? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Keine Ahnung. Also der Rothirsch war ziemlich früh, den wir in einem der ersten Streams gelegt haben. Ich weiß aber nicht, ob es der erste war. Manuel, hau rein. Ciao, ciao. Das ist die Map, die ich bis jetzt vielleicht nur 20 Stunden gespielt habe. Ja, Mephisto, dann wird's Zeit. Vielleicht lernst du sie heute lieben. Wolfgang, grüß dich. Hi. Wunderschönen guten Abend und ein freundliches Hallo an den Stream. Wolfgang, vielen Dank dir. Dir auch einen schönen Abend. Cool, dass du dabei bist. So, also hier hatten wir schon zweimal einen 9er Streifenschakal. Und einen Tierlöwen hatten wir hier auch. Mal schauen, was heute dieser See so bringt. Der hier oben im Nordosten. Also ich muss sagen, mir gefällt die Savanne echt gut. Ich würde mich gerne ein bisschen besser auskennen. Aber ich finde, die ist so vom Feeling einfach nochmal was ganz anderes. Hier unten steht. Alter, Timme! Kleine Spende für deine Samstagabendunterhaltung. Timme, Mann! Vielen Dank! Timme von Minga Gaming schaut vorbei. Richtig cool. Oh, ein 7er. Timme, tausend Dank dir, Mann. Vielen, vielen Dank. Wird mein neues Hirsch felden? Ja, mal gucken, Grille, mal gucken. Justus, grüß dich.
Oh, hi. Dreier. Vierer. Und jetzt der Fünfer. Verdammt. Aber den Vierer hätte ich geholt. Vielleicht beruhigen die sich noch irgendwann. Fünfer braucht man hier. Vielleicht bleibt er da unten gleich ein bisschen stehen, dann können wir ihn holen mit der Ranger. Nordpol, grüß dich. Mensch, wie waren die Burger? Nordpol, ey. Nordpol, um es mit euren Worten zu sagen, Nordpol ist so ein richtiger Ehrenmann. Schickt mir kurz vorm Stream, er kommt ein bisschen später, er muss noch Burger grillen. Das ist hart. Oh Gott. Das ist echt hart. Vierer, 3,49. Dann machen die dir. Der sieht irgendwie nicht klein aus hier. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Spotten. Hier ist so viel los. Da steht ein Siebener. Hier unten sind irgendwo Büffel. Burger waren wieder geil. Soll ich dir zeigen, Espi, was ich gemacht habe, als ich gelesen habe, dass du Burger machst? Ich habe eine Semmel mit Käse und Salat draufgeschmissen. Das kann dir sein. 3,37. Dann müssen wir den... Da müssen wir ran. Okay. So, wir brauchen eine Taktik für den. Der ist hier hochgesprungen. Vielleicht wegen dem Löwen. Spießbock 8,13. Ah, okay. Die Zeit ist vorbei. Dann würde ich sagen, wir setzen einmal die Zeit zurück. Wenn der hier dir Potenzial hat, 8,30 geht's los. Dann versuchen wir den einfach nochmal herzubekommen. Und hoffen, dass der hier gleich wieder auftaucht. Spießbock habe ich noch keinen Deer geschossen. Noch nicht mal einen Troll oder sowas. Morgen gibt's keinen Stream. Nein. Morgen ist Zeit für Sarah. Der Vierer Spießbock wäre dir. Alter, ich hoffe, der kommt ja gleich nochmal zurück, ey. Das wäre super geil, wenn wir wieder einen Deer holen. Back to back. Wo sollen wir die Dias hinschicken? Wenn du im Discord bist, da wird alles erklärt. Da einfach den Text durchlesen, da steht eigentlich alles drin. Stand da nicht gerade ein Fünfer-Gnu? What? Habt ihr das auch gesehen? Oder hat Nordpol seine Brille vergessen? Buschmann, Mensch, grüß dich. Auch mal wieder am Start. Buschmann, wie geht's dir? Nach gefühlten Monaten, ja. Till, grüß dich. Lenny, moin. Achter mythischen Löwen. Oh, es geht gut los. Gordon, grüß dich. Also hier müssen die... Ich mache mir mal eine Markierung hin. Hier haben die ihr Gebiet. Nordpol, wie sicher bist du dir mit dem Fünfer? Mit dem Fünfer Nu? Also wir haben hier die ersten Spießböcke. Alter. Zippo, ey. Eine kleine Spende für Windeln, die du gleich bald brauchst. Ich möchte nur einmal klarstellen. Zippo, vielen Dank. Die Windeln sind nicht für mich. Das wollte ich nur klarstellen. Zippo, tausend Dank dir. Männlicher Spießbock. Auch ein Vierer, aber der ist zu klein. Ich weiß, dass die Weibchen theoretisch als Vierer dir machen können. Ich glaube, ich warte jetzt hier einfach mal so einen kleinen Moment. Obwohl, ich bin relativ weit weg. Noch ein Vierer.
Schon ein Tier? Bis jetzt noch nicht. Freches Bandana. Bin gerade erst dazugekommen. Meine Sarah hat heute nur... Malaysia? Ich weiß nicht, ob ich gerade... Meine Sarah hat heute nur... Ob du dich verschrieben hast. Ich komme gerade nicht drauf, was es für ein Wort sein soll. Gemacht. Ich bin den ganzen Tag zur Jagd, war... Und danach... gesoffen habe. Hört sich nach einem guten Tag an. Alles top bei mir, hab die Prüfungsphase gut überstanden, sehr gut. Und bin zumindest noch nirgendwo durchgefallen. Glückwunsch, Buschmann, Glückwunsch. Also ich hoffe, dass das Weibchen jetzt hier gleich auftaucht. Da steht einfach so ein Hase rum. Der Wind geht genau in die Richtung, deswegen kann ich nicht zu nah ran. Aber ein bisschen geht, glaube ich, noch. Hast du schon deinen 40. Tier geschossen? Ja. Hast du ein Kind? Noch nicht. Kommt bald. Tino, moin moin. Avi, grüß dich. Was kann der Hund? Der mögliche Mehrwert, den er bringt, ist, wenn du ein Tier angeschossen hast, dann kann er die Blutspur verfolgen. Wenn wir eins schießen, können wir uns das gleich mal anschauen. Das ist tatsächlich ganz praktisch. Ich habe vor so einem Jahr angefangen, da war ich komplett lost. So ging es mir auch, ziemlich genau vor einem Jahr. Dann habe ich deinen Channel gesehen und habe wieder richtig Bock bekommen. Danke für den coolen Content. Mensch, Marius, freut mich extrem, wirklich. Vielen Dank auch für das Feedback. Freut mich wirklich sehr, wenn dir die Videos gefallen. Richtig cool. 5er Spießbock, 5er Gabelbock. Alle beide verschossen. Passiert. Klausi, moin. Wie kann man dem Spiel beitreten? Also ich spiele auf der Singleplayer-Karte. Ihr könnt alle mitmachen auf euren Singleplayer-Karten quasi. Alles wird im Discord erklärt. Ausrufezeichen Discord, dann kommt der Link. Ist die Frage, wie nah kann ich noch ran? Hab mir den Stream noch einmal angesehen. Der 5er war ein Schakal. Sorry, aber Brille habe ich auf. Sehr gut. Vielleicht lag es dann am Fresskoma. Hast du einen Jagdschein? Nee. Kann es sein, dass der Ring an der Hand was bedeutet? Ja. Der bedeutet, dass der Ring ein Haargummi ist. Ist kein Ring. Ich habe den nur an, weil ich den sonst vergesse immer. Drei Löwen. Rip. Ripperoni. Cat hat's dich auch erwischt. Dia Puma? Ja, den haben wir schon erwischt. Die Frage, ob ich einfach wieder an die gleiche Stelle gehe wie vorhin und hoffe, dass der Spießbock dann wieder auftaucht. Der Winter ist halt echt das Problem. Ich könnte jetzt schön zu dieser Klippe gehen, aber... Ich glaube, wir machen es einfach trotzdem. Konstantin, moin moin. Büffel. Auf der Savanne muss man echt immer auf seinen Rücken achten, ey. Pick Hunter, grüß dich. Gohan, servus. Was halt schon ganz gut ist, ist, dass der Hund irgendwann anfängt zu knurren, wenn was Gefährliches in der Nähe ist. Paul, moin.
Zwei wässrige Maultiersche. Schön. Hannes, grüß dich. Ladbesteck meint, ich stirb heute 6-mal. Das schreit ja schon fast wieder nach einer Wettebesteck. Spießbock wäre wirklich stark. Wie gesagt, der fehlt mir in der Lodge. Habe ich auch noch nicht viel geschossen. Wenn wir hier jetzt was Gutes finden, das wäre wirklich gut. Verscheucht der Hund die Tiere auch? Ich glaube, ein bisschen schon. Raigo, moin, grüß dich. Also es steht, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber es steht in dem, warte mal, Tutorial-Verlauf. Hier steht irgendwo beim Hund mit dabei. Da steht irgendwo dabei Wesenszüge, Bloodhound. Da steht irgendwo dabei, dass man darauf achten soll, dass man ihn rechtzeitig zurückholt, wenn ein Tier verfolgt. Sonst könnte er es theoretisch verscheuchen, aber ich kann es dir nicht sicher sagen. Christoph, servus. Senshi hat einen Scheuchradius von ungefähr 15 Metern. Ah, okay. Senshi hat schon ausprobiert. Kannst du mal deine Lodge zeigen? Ja. Die können wir uns irgendwann mal gemeinsam anschauen. Altmetall ist dabei. Altmetall, Mann. Grüß dich. In der letzten Stufe bellt der Hund, wenn du angegriffen wirst und sieht eventuell wie die Tiere auf sich. Hat mich schon sehr oft gerettet. Das kann ich mir vorstellen. Warzenschwein liegt. Hab einen See in Layton, zwei Trinkgebiete für Roosevelt Wapitis und insgesamt 40 Stück gefunden, aber nicht ein gottverdammtes Männchen. Das ist bitter. Warzenschwein liegt? Tatsache, Fishing for Life hat's geholt. Oh, sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. In Grau. 58er Wertung, wenn ich es richtig sehe. Hat, wie lang? 50 Minuten. Nicht mal 50 Minuten. Ungefähr 40 Minuten gedauert. Fishing for Life. Glückwunsch. Melanistischer Puma fehlt uns noch. Der fehlt uns noch. Arne, moin moin. Kommen verschiedene Hunde. Also bis jetzt gibt es nur den einen. Sie hatten aber mal, EW hat in einem Stream gesagt, dass wenn die Hunde gut ankommen und die Community quasi Bock drauf hat, dass es dann höchstwahrscheinlich auch weitere Hunde geben wird. Aber sicher ist da noch nichts. Makrele, grüß dich. Tja, das ist die Frage. Dreier. Ja, das ist der Wind und die Sichtbarkeit ist ja auch ein bisschen blöd. Den hätte ich jetzt echt mir gern geholt, ey. So ein Vierer. Männchen. Die stehen hier halt gut verteilt rum. Das ist halt echt, ich versuche ja mal ein bisschen hoch auf eine erhöhte Position zu gehen. Vielleicht wird es dann besser. Kommt bald wieder ein Turnier. Da werden wir auf jeden Fall eins machen. Ich kann dir nur noch nicht sagen, wann genau. Es steht aber auf der Liste. Wann kommt Maultierschwoche Teil 3? Sebi? Ich hab's ja schon gedreht. Wäre nice, wenn Hunden kommen, die dir die Enten aus dem Wasser holen. Ja, es haben auch viele schon spekuliert, dass das kommen könnte, weil es das in der Hunter Classic, glaube ich, gibt. Und das dann quasi dazu passen würde, wenn die das hier auch machen. Fände ich auch ganz cool.
Streamst du auch auf Twitch? Ja, ab und zu. Andere Spiele zum Beispiel, aber hauptsächlich Call of the Wild. Also Call of the Wild streame ich eigentlich immer auf YouTube. In letzter Zeit. Aber da, ich bin da ein bisschen flexibel. Nu? Wie lange es den Great One gibt, das kann ich dir nicht sagen. Die Sporter 303 gibt es in Neuseeland. Die ist mit der Neuseeland-Map gekommen. Scheiße, da knurrt irgendwas. War das ein Löwen? Löwenknurren? Oder war das irgendwas anderes? Schlachtfeld ist im Discord bei Fotoalbum. Muss ich mir später anschauen, Cat. Ich meine, da hat gerade ein Löwe geknurrt. Büffel oder Löwe? Ja, so hat sich's irgendwie angehört, gell? Ah, hier haben wir noch ein Bedürfnisgebiet von denen. Es haben immer mal wieder ein paar im Stream gesagt, ob ich Hunter Classic schon mal gespielt habe. Ich habe tatsächlich das davor nie angeschaut gehabt, aber ich habe es mir jetzt in den letzten Tagen, habe ich mir Classic mal ein bisschen reingezogen. Es ist ähnlich wie Call of the Wild, aber doch irgendwie gefühlt, würde ich sagen, umfangreicher, realistischer, vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Aber hättet ihr auch mal Bock auf einen Classic-Stream? Nein, ist ein Hase, geh ruhig hin. Danke dir, Besteck. Du bist echt einfach immer so nett. Immer so nett. Dreier, also da oben sind einige. Aber leider ist der Vierer nicht dabei. Das Spiel ist furchtbar. Hunter Classic finde ich schon cool. Also ich muss sagen, ich fand es echt cool. Mir hat es echt Spaß gemacht, aber ich weiß halt nicht, ob das zum Streamen sich so gut eignet, weil da halt teilweise eine Stunde lang nichts passiert. Also in Call of the Wild hast du relativ viele Tiere, auch wenn es jetzt nicht immer die großen sind, aber du kannst zumindest Geld verdienen und sonst irgendwas. Und bei Classic, also vielleicht habe ich mich schlecht angestellt oder so, aber da dauert es halt teilweise echt lang, bis meins auftaucht. Warum kann man deinen Stream nicht auf 4040 anschauen? Weil ich im Endeffekt nur Full HP eingestellt habe. Sonst spackt das alles ein bisschen ab. Finde Klassik überhaupt nicht gut. Langeweile pur. Ja, das habe ich mir eben auch gedacht. Also, man könnte es vielleicht mal so einmal antesten und schauen, wie es läuft, aber es kann halt echt sein, dass wir eine Stunde Stream haben und in der Stunde kein einziges Tier finden. Könnte sein. Aber wir können es ja vielleicht mal testen. Spiel Classic lieber erstmal eine Runde, bevor du das streamst. Es ist halt manchmal echt erschöpfend. Ja, genau. Also ich muss mich damit noch ein bisschen warm werden. Und man hat ja auch übelst wenig Items und so. Also man kann ja gar nicht Tiere callen im Endeffekt. Ich glaube, man hat am Anfang nur einen Caller für Weißwedel, Maultierhirsch oder so. Und viel mehr geht da gar nicht.
Kann man die Spießböcke eigentlich callen? Springbock? Spießbock mit der Geweihrassel. Okay. Du startest wie in Call of the Wild mit fast nichts und musst dir alles mit echtem Geld kaufen. Ja, genau. Genau. Also ich muss mir das erstmal nochmal selber ein bisschen anschauen. Lodge würde ich auf jeden Fall mal in einem Video zeigen, aber davor muss ich es ja noch ein bisschen aufpimpen. Wann kommt die nächste Folge Ranch Simulator? Nächste Woche. Oder kannst du später mal den Ranch Simulator im Stream noch zocken? Also die Folge ist fertig. Ich habe sie schon gedreht. Es war schlimm. Seppo, ey, haut noch einen raus. Ich habe das Spiel über 2 Jahre gezockt und circa 1000 Euro. Oh shit. Seppo. In Classic gesteckt oder was? Seppo, vielen Dank dir. Wieder mal. Dankeschön. Ja, das ist halt echt ein bisschen krass hier. Die ganzen Waffen, das kostet halt alles Geld. Holzschnitzer, grüß dich. Also wie gesagt, Ranch Simulator, die Folge ist gedreht. Die hau ich nächste Woche. Da ist ein weiblicher. Die kommt nächste Woche. Und ich hoffe, sie gefällt euch. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich kann den Discord nicht beitreten. An was liegt's? Conny, grüß dich. Kannst du mir ein paar Spots zeigen in der Savanne? Jage so selten dort. Also ich kann nur sagen, wir können uns mal die Löwenspots anschauen. Warte mal. An den Seen oder an den Stellen habe ich Löwen. Aber ich kenne mich in der Savanne auch zu schlecht aus, als dass ich jetzt sagen könnte, geh da und dahin. Gut 800 Alter, also da muss man echt richtig viel Geld reinstecken in das Game. Freaks, hau rein, ciao, ciao. Aufsitzrasenmäher. Kannst du bitte öfter streamen? Würde ich gern, aber da fehlt die Zeit leider. Aber wenn ich könnte, würde ich es machen. Aber in der nächsten Folge Rent Simulator ist was Schlimmes passiert. Es ist wirklich was Schlimmes passiert. Aber mehr sage ich noch nicht. TK5, Andy, du edler Schamane. Moin moin, habe ich was verpasst? Habe gar nicht bemerkt, dass du streamst. Verdammt. Ich weiß auch nicht. YouTube pusht das einfach manchmal nicht. Keine Ahnung. Also irgendwie führt uns dieser Spießbock ein bisschen an der Nase rum. Sag mal. Was ist mit dem Handy los? Schon was Gutes geschossen? Nein. Hast du hier versehentlich einen Hahn gekauft? Wohl, dann hätte ich an der Stelle nicht wieder verkauft. Ja, es war vielleicht nicht so ganz clever. Das stimmt. Aber ich habe nicht wieder den Hahn gekauft. Schlimmer. Deutlich schlimmer. Andi, ich will mich bei dir bedanken. Du bist der beste The Hunter of the Wild YouTuber und gibst dir bei den Videos so viel Mühe. Einfach nur danke. Sebi, danke an dich. Freut mich. Extrem. Mega. Vielen Dank dir. Hast du noch Planet Zoo weitergespielt? Der Call of the Wild Park wird bestimmt gut aussehen. Ich habe bis jetzt noch nicht weitergespielt. Ich hoffe, dass wir da demnächst mal wieder auf Twitch eine Runde drehen können. Aber ich habe jetzt selber nicht weitergemacht. 2 Hähne? Nein. Hast du eine Kuh gekauft? Nein, auch nicht. Also ich glaube, wir wechseln jetzt. 4er Männchen, verdammt.
Noch ein Vierer-Männchen. Ey, wir brauchen ein Vierer-Weibchen. Er schreit hinter mir. Ich dreh durch. Die irgendwie verarscht uns ein bisschen, oder? Wie heißt du denn auf Twitch? Shifty Too Late mit 2L8. Pass auf, warte kurz. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht regelmäßig. Und immer mal wieder, wenn wir Bock haben auf ein anderes Spiel oder so, dann auf Twitch. Robert, moin. Grüß dich. Wie geht es dir? Mir geht's gut, danke. Ich hoffe euch auch. Immo, moin moin. Was sagt denn die Uhr eigentlich? 11 Uhr. Game Fire Olaf, danke für dein Abo. Vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank. Und willkommen. Glückliche Hühner brauchen einen Hahn oder besser zwei. So, ich glaube, wir nehmen jetzt hier einfach mal irgendwas raus. Wir sind jetzt lang genug hier durch die Savanne geschlichen. Irgendwas ist jetzt gleich fällig. Oh, ein Achter Mythischer. 300 Meter. Schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen näher kommen. Das ist der Vierer. Ich werd verrückt. Alter, gibt's doch nicht. Eine Stunde schleiche ich hier rum. Und in dem Moment, wo ich mich dazu entscheide, auf ihn zu pfeifen. Das ist ein anderer Vierer. Geweihrassel. Oh, stimmt, ich habe das Falsche genommen. Danke dir, SP. Aber 3,19. Ah, okay, dann war der kleiner. Dann konnte der kein Dia machen, oder? Kubert! Kubert Gaming, danke für dein Abo. Willkommen. Cool, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Kommen die zurück? Ab 3,37 sind die Dia-Spießböcke. Okay. Christoph, grüß dich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, tja, jetzt ist der Achter weg, der Vierer ist weg, alle weg. Shit. Ich schieße jetzt einfach den. Dass man nicht weiß. Ich habe gar nicht gedrückt. Was? Irgendwie ist hier der Wurm drin. Die hat einfach instant geschossen. Sprache, Andy. Entschuldigung, Kid. Tut mir leid. Ich glaube, ich wechsle jetzt die Position. Hier ist verhext. Hier ist einfach verhext. Hier kommen gleich die Schakale runter. Da gehen wir jetzt hin. Das war ein Zeichen. So ist es.
Kili, der Echte, Mr. Meme, grüß dich. Immer dasselbe, ja. Machst du heute Büffelabfahrt? Ich glaube nicht. Ich weiß noch nicht sicher. Da kommen jetzt auch Spießbürger. Löwe fängt da auch bald an zu trinken. Also hier haben wir vielleicht gleich wieder Party. Bisschen dauert's noch. Altsteirer, moin. Silas, hi. Lieblingsmap außer Hirschfelden. Sir Rich Peaks. NM, grüß dich. Fabex, moin moin, Pit, grüß dich. Suchst du eigentlich noch Mods auf YouTube? Aktuell nicht. Aktuell sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, glaube ich. Heißt Liam, alles klar. Liam, grüß dich. Bavaria Hunter, Servus. Meine Axolotl haben Babys bekommen, ca. 150 Stück. Hättest du Lust, welche zu nehmen? Axolotl? 150 Stück? Also 150, dann ist es ein, ist das nicht dieses fischartige Ding, was so total cool aussieht. Hunter 07, grüß dich. Will mir gerade eine Map kaufen, kann mich aber nicht entscheiden, Andy. Ist besser Silverage Peaks oder Neuseeland? Boah, die sind beide schön. Die sind wirklich beide schön. Am besten einfach eine Multiplayer-Session joinen und dir die Maps mal anschauen. Christophs Games, tolle Videos, danke dir. Christoph, vielen Dank dir. Freut mich sehr, vielen, vielen Dank. Habe heute eine Wildziege in die Wirbelsäule geschossen. Sie hatte eine Wertung von 217. Altsteirer. Das tut mir leid. Wo kann man sich als Mod bewerben? Also wenn, dann geht es wahrscheinlich über den Discord. Aber wie gesagt, also da ist es, keine Ahnung, da muss man einfach mal gucken. Also aktuell sind wir echt ganz gut dabei und es gibt auch ein paar, die auch schon vor Monaten quasi angeboten haben, was super nett ist und wo ich auch super dankbar dafür bin. Und das heißt, wenn irgendwann ein neuer kommt oder wir merken, es wird irgendwie zu viel, wir brauchen noch einen, dann gibt es da tatsächlich jetzt aktuell auch schon welche, die ich dann erst tatsächlich fragen würde, weil sonst wäre es ein bisschen unfair. Aber wenn du natürlich Bock hast, dann auf jeden Fall erstmal schon mal danke. Und vielleicht ergibt sich es irgendwann, aber da muss man dann einfach gucken. In 3 Tagen 2 Diamanten, das ist viel. Das ist wirklich viel. 4er Spießbock geschossen, beim Verfolgen ist die Spur einfach verschwunden. Das ist wahrscheinlich der aktuelle Bug. Ich weiß nicht, ob alle das schon auf dem Schirm haben. Tiere, die aus der Renderdistanz gehen, sei es jetzt, ob die wegrennen oder aus der Renderdistanz oder ob ihr euch von denen zu weit entfernt,
die sind danach unsichtbar. Also da müsst ihr extrem drauf aufpassen. Na hi Andi, Andro ist auch am Start. Andro, grüß dich, hi. Ich habe keine Lust mehr, einen Saven Deer Kaffern Büffel will gerade schießen. Ich werde gekickt, das ist das Risiko bei Multiplayer Sessions. Das ist, das kann leider passieren. Könntest du mal ein Video zu den besten Waffen machen? Also ich könnte mal... Vierer Schakal? Vielleicht kommen die jetzt langsam. Ich kann mal ein Video machen zu den unterschiedlichen Waffen. Der dringt auch schon. Die könnte man eigentlich mal rancallen. Da hocken wir uns jetzt hier im Busch und callen einfach mal. Also meine Meinung ist, es gibt jetzt nicht die beste Waffe oder so. Es gibt Waffen, die sich für verschiedene Situationen gut eignen. Da kann man schon sagen, so die eine ist dafür besser, die andere ist dafür besser. Und darüber kann ich mal ein Video machen. Aber jetzt wirklich ein Video, wo ich sage, so das ist die beste Waffe in ganz Call of the Wild. Das finde ich macht keinen Sinn. Ich habe hier nirgendwo guten Sichtschutz. Gibt's doch gar nicht. Wir verziehen uns mal hier rein. Simba! Du kannst sie doch mit der 243 schießen. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur gucken, ob da vielleicht noch was Größeres dabei ist. Das war ja nur ein Vierer und die gehen bis Stufe 9. Hier können wir sein. Aber der scheint eh irgendwie ziemlich gelangweilt zu sein. Bild über Discord, hört sich gut an. Die Renderdistanz, das ist der Bereich, wo ihr Tiere entdecken könnt. Hinter der Renderdistanz sind die quasi wie ausgeblendet. Tja, ich glaube, dann wird es der werden. Es sieht jetzt nicht so aus, ob da mehr sind. Und es sieht auch vor allem nicht so aus, als ob der darauf reagiert. Ah ja, verdammt. Der kann da gar nicht drauf reagieren. Hab den, ich habe den Springbock geschossen. Dann Bilder ins Discord stellen. So wie es da erklärt ist. Also der rennt mir heute nur vor die Füße. Seit wann hast du deinen YouTube-Kanal? Wir hatten... Oh, sogar ins Herz. 21, also ein kleiner 9,47 Kilo. Normale Fellart. Die sind schon auch schön hier mit dem buschigen Schwanz. Und die geben gut Geld. Schauen wir uns mal noch die Spuren hier an. Hat Andi endlich gemerkt, dass er den falschen Caller mitgenommen hat? Ja, jetzt habe ich es gemerkt. Springbock. Ich schau mal schnell ins Discord, ob das geklappt hat. Ne, bis jetzt ist nur das Warzenschwein drinnen. Altmetall! Altmetall! Mit einem Fabled, Junge! Vielen Dank dir! Tausend Dank, Mann!
Also heute ist verrückt, ey. Willkommen im Red Legends Club. Ich gebe dir, oder die Mods können dir gleich den Rang geben. Vielen, vielen Dank. Ich muss einmal kurz auf espies.de schauen. Um kurz zu gucken, wo wir jetzt weiter hingehen. Wir haben jetzt 12.05 Uhr. Also die Löwen, ich weiß nicht, wir können uns nochmal an die Löwen ranwagen. Die fangen jetzt gerade zu trinken an. Ich habe ein bisschen Schiss, aber wir können es mal versuchen. Also eigentlich alles sehen hier so. Dann lasst uns mal den hier anschauen. So ein Dialöwe wäre schon gut. Wäre schon echt gut. Jane, moin Andi. Jetzt kommen wir zum Thema, das leider ein bisschen unschön ist. Muss ich echt so sagen. Wurde im Discord gebannt. Was ich geschrieben habe, war sehr dumm von mir. Es tut mir leid. Könntet ihr mich wieder entbannen? Also ich muss dir echt sagen, sehr dumm finde ich persönlich, noch richtig untertrieben. Ich finde es super blöd. Ich muss kurz die Notifications ausmachen. Danke für das Abo. Vielen, vielen Dank. Ich mache jetzt kurz die Notifications aus. Ich will nicht, dass da jetzt was dazwischen kommt. Ich will es auch nicht zu groß machen. Aber wenn du sowas in einem Discord raushaust, wo 800 Leute drin sind oder über 800 Leute, wo lauter Leute drinnen sind, die super nett sind, die alle zusammen irgendwie eine gute Zeit haben wollen, wo die Mods dabei sind, die ihre Freizeit da reinstecken, wo jeder irgendwie dem anderen hilft. Wenn du da sowas raushaust, dann kriegst du einen Bann für immer. Anders geht's nicht. Weil ich finde, es gibt irgendwo eine Grenze, wo wir einfach sagen müssen, ich bin der Letzte, der sagt, man kann keinen Scheiß reden. Ich rede selber oft genug Scheiß. Aber es gibt eine Grenze, über die darf man nicht rübergehen. Und ihr seid alle, auch wenn ihr noch jung seid, ihr seid alt genug, dass ihr wissen solltet, was man bringen kann und was man nicht bringen kann. Und das war ganz klar in der Kategorie, das geht nicht. Und wenn wir da jetzt sagen, ja, ist halb so wild, dann kann ich das mit mir selber irgendwie nicht vereinbaren. So, tut mir leid, das musste jetzt einmal gesagt werden. Jetzt können wir weitermachen. Sorry. Habe ich was verpasst? Ich habe was verpasst. Junge. Aleritus auch mit dabei. Alter Schwede. Aleritus, tut mir leid, jetzt ist der Alert nicht durchgekommen. Aber vielen, vielen Dank dir. Mega, mega gut. Tausend Dank dir. Wo wollten wir hin? Zum See wollten wir runter. Löwen jagen. Andi weist die Leute vielleicht nochmal darauf hin, dass sie die Regeln der Dia-Reise lesen. Wir haben nun schon zwei Diamanten, die nicht zählen können, weil die Fotos fehlten. Oha, also, wenn ihr bei der Dia-Reise mitmacht, jetzt gerade wenn die Neuen reingekommen sind, dann lest euch auf jeden Fall, da wo ihr auf den Knopf drückt, dass ihr mitmachen wollt, lest euch das durch. Es ist super wichtig, was ihr, wenn ihr ein Dia schießt, dass ihr einmal ein Bild davon macht, ganz normal, wenn das Tier jetzt hier liegen würde, dann macht ihr einmal so ein Bild davon, dann macht ihr einmal ein Bild vom Verwertungsscreen, wenn ihr das Bild aufhebt und dann macht ihr ein drittes Bild davon, wenn ihr auf den Jagdverlauf zuletzt verwertet, da sieht man dann quasi das Datum mit dabei und davon macht ihr auch einen Screenshot. Also drei Bilder machen und die ladet, wenn ihr an der Konsole spielt, dann könnt ihr einfach mit dem Handy abfotografieren, sodass man es lesen kann und die ladet ihr dann in den dementsprechenden Kanal rein, wird da alles erklärt und dann zählt das Tier.
hab Mitglied gemacht, komm wieder rein, dann geht's ums Benehmen. Aleritas, tut mir leid, war jetzt echt ein sau ungünstiger Moment. Aber ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Rubinho, ja nice. Rubinho hat den Spießbock geschossen. Krass. Sehr gut. Was wünschest du dir von der Hunter Call of the Wild? Also ich bin eigentlich zufrieden. Ich finde neue Maps immer super geil. Hallo Andi, bist dein erstes Mal dabei und freue mich riesig, mal live dabei zu sein. Liebe Grüße an den lieben Salatbesteck, der mich kräftig unterstützt hat. Nimeda, willkommen. Freut mich, dass du dabei bist. Freut mich, dass dir gefällt. Und Besteck ist ein ganz feiner. Der hilft gerne. Nee, wirklich. Ist ein richtig, richtig, richtiger Ehrenmann. Oha, da muss doch jetzt was dabei sein. Ja, da sind ein paar schöne Vierer dabei, aber nichts allzu Großes. Das ist krass, wie viel kleiner die Männchen da sind als die Weibchen. Darf man auch ein Foto von der Trophy Lodge machen? Du meinst, dass man das Datum sieht? Also wenn du es vergessen hast, quasi diesen einen Screenshot zu machen, dann kannst du es natürlich auch in der Trophy Lodge. Hauptsache, man erkennt, wann du es geschossen hast. Dass da halt nur welche ab heute quasi drin sind, die Woche über. Der fällt. Andi, zu spät, der Dia liegt bereits. Oh, stimmt. Aber ich wollte mich jetzt ein bisschen warm machen. Mich hat das vorhin erschrocken, dass der Schuss einfach losgegangen ist. Wenn uns das gleich beim Dia-Löwen passiert, wäre es schlecht. Marshmallow, wenn du am PC spielst, dann kannst du, wenn du in Steam bist, oh, männlicher Schakal. Dann kannst du, wenn du in Steam bist, oben bei Spiel heißt es, glaube ich, und dann Screenshots. Da kannst du sie sehen. Leon, grüß dich. Hi. Was hast du? Wirst du zum Abendbrot essen? Ich habe hier noch eine belegte Semmel. Mehr gibt's heute nicht. In jedem Spiel mit F12, also alles, was du über Steam spielst, müsste gehen. Oh, shit. Dem renne ich hinterher. Vielleicht kann ich dem noch einen drücken. Mastwein, grüß dich, hi. Wieder ein mythischer Büffel, ey. Zwei Tiere haben wir jetzt aktuell, oder? Spießbock und Warzenschwein. Dreier. Zweier. Vierer. Dreier. Verdammt. Los hinterher. Wir bräuchten die Spur. Das müsste ja eigentlich sein, oder? 59 Kilo. Sehr frisch, dann ist er hier runter.
Oder ist hier wieder zurück? Warzenschwein haben wir auch schon. Was sagt die Uhr? 12.46 Uhr, also wir kommen langsam zur Löwentrinkzeit. Moin, was ist, wenn ich ein Tier in der Savanne schieße, aber ich habe keinen Discord? Dann geht's leider nicht. Also Discord ist tatsächlich so das Einzige, wo wir uns alle quasi so austauschen können. Wenn du es da nicht hochladen kannst, dann können wir es nicht bewerten. Welche Map spielst du am liebsten? Bitte einmal ohne Großbuchstaben. Sonst denken alle, ihr schreit. es kommt immer auf meine Stimmung an. Also ich mag wirklich... Es gibt keine Map, die ich nicht gerne mache. Es gibt ein paar, wo ich wirklich sage, die sind besonders schön. Zum Beispiel Yukon Valley, Quattro Colina, Silver Ridge Peaks. Die finde ich einfach von der Landschaft oder von den Tieren, finde ich die richtig gut. Nichts Großes, aber wir haben die Spur hier wieder gefunden von dem Büffel. Dem gehen wir jetzt auf jeden Fall mal nach. Den können wir leider nicht callen, aber... Ich hoffe, wir werden ihn gleich. Wie lange spielst du schon The Hunter? Ungefähr ein Jahr. Also ich habe irgendwie jetzt 760 waren es, glaube ich, immer vorher nachgeschaut. Spielstunden und ich habe vor einem guten Jahr angefangen. Baby geht's gut. Ist ja noch im Bauch. Lieblingstier? Ich würde sagen Rothirsch. Ich brauche jetzt kurz was zu essen. Da müsst ihr jetzt durch. Wo geht Dirk nur los? Ich glaube, der war leicht runter, oder? Kann es sein? Gnu. 37,6. Was hatte der? 37, 38. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie viel der hatte. 37,6, okay. Danke euch. Da
Da kann jetzt Simba mal wieder anfangen zu arbeiten hier. Silas hat das Tier, Gnu. Echt jetzt? Gnu liegt. Brauchst nicht mehr jagen, Andi. Ist schon kaputt. Ich schaue es mir jetzt trotzdem an. 35,4. Okay. War eh drunter. Aber trotzdem, schönes Gold-Gnu. 35,4, 252 Kilo. Ist ja gut. Mist, dass YouTube keine Nachrichten mehr losschickt, dass ein Video von dir kommt. Kann ich das noch ändern, obwohl alles ausgewählt ist? Mastschwein, ich finde es auch echt merkwürdig. Also, mir haben jetzt schon viele geschrieben, dass sie die Mitteilungen einfach nicht bekommen. Ich verstehe auch von YouTube den Sinn dahinter nicht, wenn ihr, also was ich verstehe ist, dass man sagt, Springbock. Dass man sagt, man möchte nicht, dass die Leute vollgespammt werden, aber wenn jemand quasi die Glocke aktiviert, dann ist das doch ein Zeichen, dass der immer alles mitbekommen will, oder? Dann verstehe ich nicht, wenn man die Glocke aktiviert, warum man dann nicht immer eine Push bekommt. Das ist irgendwie komisch. Schnauber, danke dir, Nordpol. Ich habe die Mitteilung sofort bekommen. Ja, manche bekommen sie, manche nicht. Nimm eine Runde SPs. Guter Punkt. Hast du mein Bild über Discord erhalten? Ja, wenn du es mir geschickt hast, dann habe ich es mit Sicherheit erhalten. Ich kann jetzt nur während dem Stream schlecht. Schnitzel, hau rein. Ciao, ciao. Wie gut, Simba, sehr passend für Savanne. Fühlt sich bestimmt zu Hause. Ja, er ist mir schon ein paar Mal vor die Beine gesprungen. Ich weiß nicht, was eure Hunde so machen, aber in letzter Zeit, guckt er. In letzter Zeit ist er ein bisschen anhänglich. Yenox! Ich grüße die Stulle. Yenox grüßt die Stulle. Ich gebe es mal weiter, Stulle. Viele Grüße von Yenox. Da läuft irgendwas. Geht der nicht runter? Wie habe ich den denn erwischt? Vielleicht halb im Baum hängen geblieben. Ich muss ihm jetzt nur schnell hinterher, sonst ist er unsichtbar. Okay, ich muss erstmal wieder DFB-Pokal. Läuft BVB gegen Kiel. Dir noch viel. Schon wieder spielt BVB, ey. Mastschwein. Viel Spaß bei Fußball gucken. Schön, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Tja. Schauen wir mal, ob der was findet. Hab nur noch 5% Akku. Wo ist er? Wo ist er? Simba? Könntest du mal ein Video von den besten Spots auf Yukon Valley machen? Da kenne ich mich in YouTube. Also wenn ich so Videos mache mit so Tutorial-mäßig, dann möchte ich so, dass die halt die Info, die da drin vorkommt, dass die auch passt. Und ich kenne mich auf Yukon Valley zu schlecht aus, dass ich sage, ich kann da jetzt schon
irgendwie sagen, hier sind die besten Elk-Spots, hier sind die besten Wolf-Spots, da muss ich erst noch ein bisschen selber die Map spielen. Oha. Damann-Dreier. Schwein haben wir eh schon geschossen. Der geht bis 85, der geht bis 89. Der liegt zwar. Ja, der geht runter. Komm ja schon. Mein Kumpel hat 5er Kudu. Oha. Direkt der nächste. Also Afrika geht scheinbar auch gut. Jetzt bin ich gespannt. Ah ja, er liegt noch. Dann haben wir noch nicht aus der Rennedistanz verloren. Magnus, grüß dich. Wo man den erwischt? Oh, knapp unten drunter. Wäre ein Silber gewesen. Also eh nichts Spektakuläres. Dann kann er gleich den nächsten suchen. Müsste hier oben irgendwo kommen. Magnus, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. So, Afrika-Missionen ist die letzte nun auch fertig. Langsam nähe ich mich dem Ende. Oha, dann gibt's mit Nordpol und dir bald vielleicht zwei, die alle Missionen haben. Wildschweinwoche? Weiß ich noch nicht, wann ich dazu komme. Liebe deine Streams. Louis, vielen Dank dir. Freut mich sehr. Hab durch die Gänsejagd sehr viel Cash bekommen. Ja, Gänse sind Geldmaschinen. Das ist tatsächlich so. Du musst dem Simba auch mal ein bisschen was zu futtern geben. Der sieht ja schon ausgehungert aus. Simba, komm her. Habe ich dich schlecht behandelt? Tut mir leid. Ja. Yeah. Bester Spot für Pitties auf Sir Rich Peaks. Also ich habe damals bei der Sir Rich Peaks Tour habe ich ganz unten im Südwesten welche gefunden. Aber die sind eigentlich quer verteilt. Bin auch dabei, alle zu sammeln, aber hänge etwas hinterher, da ich kaum gespielt habe. Ja, mit Lernen und so ist natürlich schwierig. Ja. Da muss man dann Prioritäten setzen quasi. Hier müsste der doch irgendwo sein, oder? Oder spinne ich? Drei Tiere schon fertig? Ja. Shadow, hau rein. Schönen Abend. Ciao, ciao. Also irgendwo habe ich den falschen Jagddruck mir ausgesucht. Wo haben wir den denn geschossen? Ich dachte eigentlich... Also es war eh nur ein Dreier, aber ich dachte eigentlich, wir haben den hier erlegt. Ist die Armbrust gut? Ja, wenn du auf so Bogen Armbrust stehst, die Armbrust, die hat schon echt Power, ist halt super leise, ist schon eine gute Waffe. Nimeda. Ich will dir nichts unterstellen. Aber könnte es sein, dass der echte Salatbesteck dir in irgendeiner Form gesagt hat, was du schreiben sollst? Armbrust ist mega. Ja, wer da Spaß dran hat, ist schon eine coole Waffe. So, wo haben wir denn noch? 12 bis 16 Uhr.
Wir schauen jetzt einfach dahin zu den Büffeln. Vielleicht geht da mehr. Aus dem Nichts ein Löwe, da ist der Nächste erwischt. Die Gänse sind zurzeit verbuggt. Jos. Da gab es eine Mitteilung, dass Gänse und Enten zurzeit irgendwie nicht wirklich funktionieren. Ich muss mal schnell das Fenster zumachen. Das Beste, wenn es wärmer wird, ist, man kann in kurzer Hose streamen. Herrlich. Diakudu liegt, Alter. Dagon, der Great One Jäger. Himself. Dagon, grüß dich, wie geht's dir? Ben, Bruno, moin moin. Wenn ich Enten schieße, kommen die nicht ans Ufer. Ja, also wie gesagt, mit dem ganzen Federvieh, da passt zurzeit was nicht. Also genau, die sollten eigentlich sollten die automatisch vom Wasser zu dir kommen. Aber was ich meinte, was der Bug ist, dass einfach wenig Enten oder bei manchen wenig Enten und Gänse auf dem Server sind. Also das habe ich von vielen gelesen und das habe ich auch von den anderen YouTubern, von den Amis und so. Die haben das neulich auch alle geschrieben, dass da irgendwas gerade nicht passt. Jagdwaldmannsheil, grüß dich, hi. Kannst du bei dem Stream noch ein bisschen Planet Zoo spielen? Boah, ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt mal schauen, wie es läuft. Ich würde gerne jetzt noch ein paar mehr Tiere, ehrlich gesagt, schießen. Wir haben echt wenig. Dafür, dass schon 1,5 Stunden um sind, haben wir noch nicht viel gefunden irgendwie. Das hat schon so angefangen mit dem Spießbock. Also hier unten, der SP wird sich erinnern, der Nordpol. Hier unten war die Stelle, wo wir ganz am Anfang, vor einem Dreivierteljahr oder so, den Dia-Büffel uns mal geholt haben. Schauen wir mal, vielleicht ist wieder einer da. Habe auf Hirschfelden noch nie eine einzige Gans gesehen. Ja, irgendwas passt da gerade nicht. Also es gab jetzt eine Zeit, vor dem letzten Update, da hat das wirklich gut funktioniert. Da sind die, zumindest bei mir, sind die echt regelmäßig einfach gelandet. Auch richtig große Schwärme. Da ist immer was gegangen, aber scheinbar ist das jetzt irgendwie, haben sie es verändert. Büffeljäger, genau. Wenn wir keinen Dierbüffel finden, nehmen wir den Neuner vor ein paar Monaten. Dann kriegen wir Ärger vom Chat. Melli Melli, guten Abend, grüß dich. Schön, dass du vorbeischaust. Fliegen auch falsch rum. Okay. Erzähl mir einfach. Wir lassen einfach nochmal den Stream abspielen, oder?
Also hier sollten eigentlich 4er GNU bis 40. Das wäre in dir Range. Ist GNU schon gefallen? Hat der Salis vorhin... Jetzt wird's übel. Zweierbüffel. Dir, Garantie. Also auch wenn es schon gefallen ist, wenn da jetzt hier ein Dir rumliegt, dann hole ich mir den trotzdem. Hol dir das Gnu. Das lag ein bisschen blöd hinterm Baum. Komme ich da durch? Ich gehe noch einen Ticken näher ran. Was meint ihr, Chat? Wenn es so liegt, kann ich das schießen? Maria, grüß dich. Was ist am Salatbesteck so besonders? Beste Mann. Jetzt kommt wieder Spannung in den Stream. Pass auf. Wir machen noch mehr. Pass auf die Bäume auf. Danke, Andy. Wofür? So, ganz langsam. Wind steht sehr gut. So wie der Dia-Rothirsch. Oh Gott, bittere Geschichte. Ich müsste eigentlich durchkommen, oder? Steckst du also... Nein, ich liebe euch alle, Kid. Ich liebe euch alle. Geht das? Müsste eigentlich gehen. Da ist kein Baum davor. Mit der 7 mm. Rein da. Oida. Der hat aber gesessen. Spannung. Ich bin jetzt echt. Dir Gnu habe ich noch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Was meint ihr? Zum Sterben aufgestanden, ja. Kannst du die Bildqualität ändern? Das müsste wahrscheinlich bei dir liegen. Schau mal bei dir in den Einstellungen nach. Ihr habt recht. Ihr habt vollkommen recht. Wir brauchen Dialied. Wir brauchen unser Dialied. Was meint ihr? Könnte Dia sein? Hörner sind zu klein. Kekskrümel meint Dia. Noppe meint Dia. Ich kann es euch nicht sagen, ey. Also pass auf, wir gehen jetzt voll rein. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Wir brauchen unsere Dierstelle. Ich hoffe, ihr seid bereit. Bleed aus. Verdammt. 37,6. Aber der Schuss hat gerade so gepasst. Naja. Wäre schön gewesen. Aber Simba hat's gut gemacht. Irgendwas läuft hier. Nur der hat aber die Ruhe weg.
Schau mal, vielleicht sind da noch mehr. Bei Dagon in die Schule, ja genau, ich habe das gleiche gedacht, Kid. Wir können jetzt mal gucken, ob wir eine gute Büffelspur finden. Dann gehen wir vielleicht ein bisschen Fährten lesen. Vielleicht findet auch ein Büffel uns. Andi, grüß dich, hi. Was ist schon abgehakt? Wir können mal schnell reinschauen. Moment. Abgehakt ist Warzenschwein, Kudu, Gnu und Spießbock. 4 Stück. Tu's nicht. Tu's einfach nicht. Ich bin erschrocken. Oh Gott. Donnergrollen geht los, ey. Vierer bis 35, okay, das war nicht so groß. Naja. Wie spät? Moin, moin. Moin. 14:33. Das sind viele. Ja. Aber ich schaue jetzt trotzdem hier mal die Gegend ab. Hier müssten eigentlich viele Büffel sein. Und die hat uns schon mal Glück gebracht, die Gegend. Mir geht's gut. Moin. Guter Name. Wo bist du? Welche Zeit? Hier unten. 14:35 Uhr. Ich würde jetzt echt gern eine große Büffelspur finden. So, eine Sache muss ich jetzt noch sagen. Falls Nimeda noch zuschaut, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Alles, alles Gute nachträglich. Weiß nicht so gut, wo viele Gnus sind. Also ich kann dir sagen, hier unten sind viele. Bei mir zwischen 9 und 12.30 Uhr ruhen die hier. Bin kurz davor, aufs Quad aufzusteigen. Spielst du auch Planet Zoo? Ja, ab und zu. Auf Twitch haben wir es mal gestreamt. Auf Planet Zoo bauen wir gerade quasi einen Zoo, der an Call of the Wild angelehnt ist, sag ich jetzt mal. Oh Mann, er hat mich verpetzt. Ich sag dazu jetzt mal gar nichts. Lucifer, grüß dich, hi. Aber irgendwie sind bei uns heute auch, also es ist ehrlich gesagt, es läuft nicht so. Die ganzen Spots, also hier ist eigentlich echt immer viel voller Büffel bei mir gewesen. Tote Hose. Einfach tote Hose. Stanley, grüß dich, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ja. Wir können hier jetzt mal noch schauen, ob da vielleicht Streifenschakale sind. Den Büffelsee im Norden, rechts vom Weg ziemlich mittig. Meinst du den hier?
Meinst du den hier, Espy? Hatte ich auch heute nichts Gescheites gefunden. Ja, manchmal kommt es einem echt so vor, als ob so ein bisschen der Wurm drin ist. Habe ich aber auch auf allen Maps. Ich hatte das auch auf Silverbridge Peaks. Eine Phase, da ist einfach nichts mehr irgendwie aufgetaucht. Nördlicher. Den hier. Yes, okay, dann schauen wir da gleich hin. Dann schauen wir uns jetzt noch das Ufer hier an und dann gehen wir hoch zum Büffelsee. Soll ich mir die King oder die 300er kaufen? Die 300er ist halt für die Entfernung sehr gut. Die King ist eher für Nahkampf, sage ich jetzt mal. Da ist die aber eine Macht. Streifenschakal. 11.30 bis 15.30. Da sind wir jetzt genau drinnen. Wir sind genau drinnen. Ah, da hinten laufen sie schon weg. Oha, da sind viele Dreier, Vierer. Kommt noch einer. Sechser. Schauen wir mal, ob wir uns die gleich nehmen können. Die geben auch gut Geld. Alter, wie viele sind denn da? Ich glaube, die haben hier alle sich an dem See versammelt. Also der Sechser wäre ganz gut. Ja, mit dem neuen Bug. Normalerweise würde ich ihn jetzt auf 300 Meter legen oder versuchen zu legen, aber mit dem neuen Bug habe ich Angst, dass er dann wegrennt. Jetzt trinkt er eh. Perfekt. Spielt jemand auf Xbox? Wenn ja, habt ihr auch so viele Bugs drin? Es sind allgemein tatsächlich gerade eher viele Bugs. Also unabhängig auch Xbox, PC, PlayStation. Da ist zurzeit leider sehr, sehr ungut. Tja, der war wohl zu weit vorne. Verdammt. Aber der hat gepasst. Puh. Gerade nochmal gerettet, ey. Er blockt mich wieder. Da liegt er. Sebastian, moin, grüß dich. Ich irgendwie zurzeit einen Bug, weil das Licht vom Quad bei mir nur geht, wenn das Quad nach Süden schaut. Okay. Das habe ich auch noch nie gehört. Sind wir da auch mal wieder ran. Und ab geht's.
Also der erste, oh, haarscharf. Haarscharf. Und der zweite, Nackenklatscher. Okay, wäre Gold gewesen, aber ist ja nur ein Sechser gewesen. So, dann schauen wir jetzt mal zu den Trinkzeiten. Zu dem Vorschlag von SP. Ich glaube aber, wir nähern uns von da ran, oder? Sonst sind die wahrscheinlich despawned. Heute war es bei mir Nordosten. Das Problem bei Quad habe ich auch. Nur die Himmelsrichtungen ändern sich. Bei mir war es heute Süden. Vielleicht ist es ein Zeichen. Kaffernwürfel dringt von 8 Uhr weg. So, SP, jetzt schauen wir mal. Kommt genau das richtige Lied dafür. Ab. Falscher See. Ab zum Büffelsee. Gestern war es Nordwesten, das ist ja verrückt. Bei mir ist auch manchmal ein Bug, wo die Tiere, wenn ich sie geschossen habe, einfach weg sind. Ja genau, der Bug ist aber gerade bekannt. Also wenn die aus der Rendedistanz gehen, dann werden die unsichtbar. Der Hund hört dann auf zu suchen, genau. Wenn ihr sie findet, dann könnt ihr sie noch aufheben, aber die sind halt unsichtbar. Das ist halt super schwierig. Ich mute mich nochmal schnell, dass ich euch nicht reinschmatz. Leo, moin. Bei mir ging das mit dem Quad nur von Osten bis Westen. Sachen gibt's, ey. So, hier sehen wir den See schon in der Ferne. 3er bis 92. Gar nicht so schlecht für einen 3er. Vielleicht kommen noch mehr runter. Sieht aber nicht so aus. Ah, doch, ist noch einer. Noch ein 3er bis 101. Der wird's werden. Die Tiere reagieren ja auf Geräusche und der Hund ist verdammt laut immer. Die Geräusche nehmen sie nicht wahr von ihm. Also ich glaube, dass sie die Geräusche nicht wahrnehmen. Weil der macht wirklich von den Steps her. Ich denke auch manchmal, ein Büffel läuft neben mir. Die Geräusche nehmen sie aber, glaube ich, nicht wahr. Die Sensei hat vorhin gemeint, ab 15 Meter können sie ihn quasi erkennen. Aber Geräusche habe ich jetzt tatsächlich noch nicht mitbekommen, dass das einen Einfluss drauf hätte. Da hat der erste schon gepasst. ...91,1. Okay, kurz vor Gold. Sind auch echt schöne Tiere hier, die Springböcke. Aber jetzt geht's zu den Büffeln weiter. Es gibt noch einen guten Platz für Büffel im Norden, da bei dem großen Fluss. Warum mit der 243er? Warum nicht? Springbok ist Klasse 3.
Wenn ich den mit der 7mm schieße, dann mache ich ihn kaputt. Ja genau, hier können wir dann auch hinschauen, da sind auch oft viele, aber jetzt gucken wir uns erstmal den Tipp von Nordpol an. Den Büffeltöter, also der muss ja wissen. Legen eure Löwen sich auch hin, stehen wieder auf, legen sie hin. Ja, das machen die ganze Zeit. 3 mythische Büffel bislang. Oha. Oha, heißt das. ...1-0 Dortmund? Yes. Wird es irgendwo übertragen heute? Also jetzt im Free-TV quasi, auf ARD oder so? Das geht nur bis 15, das Spürhund-Level. Ab bei 15 hört auf. Und der Begleiter geht bis Stufe 30. Auf ZDF? Okay. Wie viel die Minute? Ich sage, Löwe und Schakal werden am schwersten. Ah, ich würde später auf jeden Fall nochmal, wie viel ist es denn? 8:45. Der Stream geht jetzt 2 Stunden 15 ungefähr. Aber der Wind ist so einigermaßen gut. Aber vielleicht sind wir noch ein bisschen früh dran. Wir haben jetzt in-game 8:34 Uhr. Ja, 8:30 Uhr geht's los. Das Bedürfnisgebiet ist auch hier drüben. Das ist ganz gut, weil da der Wind noch besser ist. Da können wir jetzt schauen, da müssten wir die jetzt von hier oben perfekt sehen können, wenn sie angelaufen kommen. Ich würde sagen, wir beobachten jetzt von hier oben aus. Ist eigentlich ein ganz guter Spot. Wann streamst du immer? Ich muss es leider immer spontan machen. Wolfi schaut vorbei mit dem zweiten Silvester. Mensch, Wolfi, servus, wie geht's dir? Gibt's da eine Stelle, SP, wo man sagen kann, von da kommen die? Oder ist das komplett random? Minuten. Okay. Mach den Stream aus und guck es dir an. Na klar. Muss den machen, bin doch der Bison-Büffel-Diamant. Hast du einen gefunden, hieß das, oder wie? Ich feiere deine Streams und Videos, mach weiter so. Hoddle, vielen, vielen Dank dir. Ich starte meistens von der Lodge, die du Richtung Westen siehst. Dann stehen die quasi auf der Seite, wo du jetzt bist. Ah, okay. Oh ja, wir haben sie gefunden. SP, super Tipp. Du kennst dich halt aus. Also ein 7er war jetzt gerade schon dabei. Das Schwein hat Dia-Potenzial. Sie sind weg. Insel, ey, nochmal ein. Ich sehe es im Chat gar nicht. Doch, da ist er. Schönen Abend noch. Insel, hast mich wieder aufgeweckt. Insel, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auch einen super Abend und ein schönes Restwochenende. Vielen Dank dir für die Unterstützung. Also, wir haben hier einen 6er, wir haben hier einen 7er. Wir haben hier einen 1er. Noch einen 3er. Vielleicht kommt noch mehr hinterher. Großwildjäger.
Servus, könnte vielleicht einer von euch einen Server auf der Savanne aufmachen? Wäre echt mega nett. Hab die Map leider nicht. Bitte melden, wenn jemand einen Server aufmacht. Bavaria, Hunter, wenn du im Discord bist, dann schreib das gerne mal in der Reisegruppe, in dem Sprech- oder Schreibkanal, Reisegruppe. Da kannst du es gerne schreiben, vielleicht macht dann einer einen auf. Yannick, hau rein. Schönen Abend. Ciao, ciao. Hab gerade einen Mela Springbok gesichtet. Mephisto. Mela Springbok. Stelle ich mir ultra nice vor. Hol ihn dir. Ich freue mich auf das Bild im Discord. Muss ja richtig gut ausschauen. Da kommt noch ein 7er. Okay, also das sind noch nicht alle hier. Da kommen welche nach. Das ist die Frage, ob wir uns jetzt hier so einen 7er holen. Oder ob wir schauen, ob da noch was Größeres hinterherkommt. Nur weiblich? Ja, aber es wäre trotzdem richtig schön. Die schwarze Wiener. Oh oh. Ein bisschen tanzen mit dem Büffel. Oh shit, wir kriegen Besuch. Geht gar nicht runter, ey. Alter, was der aushält. Guckt euch das Viech an. Immer noch bei 25. Wie viele Schüsse habe ich dem schon reingedrückt? Weg von meinem Hund. Schüsse sind zu hoch, 150er Nullung. Oh ja, SP. Ich mag Büffel nicht. Mir geht's da ähnlich. Guck's dir an, ey. Und wie der SP es halt direkt erkannt hat, sind alle zu hoch. Ich hatte einfach die falsche Nullung drin. Shit. Ja, der hat aber gut. Der hat gefressen. Naja gut, haben wir zwei schöne 7er gelegt. Wo könnten wir jetzt noch hinschauen? Ich hätte Lust, nochmal an den Spot zu gucken. Wir stellen jetzt nochmal auf Schakal und Löwenzeit. Und schauen da nochmal hin. 2-0 war ein richtiges FIFA-Tor. Oh, das muss ich mir anschauen. FIFA-Tor hört sich sehr witzig an. So, wir schauen nochmal dahin. Und schauen wir mal, was wir da finden. Zu dritt tanzen ist etwas schwierig. So ist es. Jetzt drehen sie aber auf, ey.
Goldkaffernriffel, Glückwunsch. 21 Minuten 3-0, oha. Könnte bitter werden. Da ist der Achter Mythische. Den holen wir uns jetzt. An dem bleiben wir jetzt dran. Ich markiere mir mal, den kann man so schwer erkennen. Der muss hier irgendwo gewesen sein. Dann weiß ich die Entfernung besser. Oh, Cat hat einen 9er Löwen. Ich habe dieses eigene Gefühl, dass die Büffel keinen Bock zum Tatzen hat. Sah ein bisschen so aus. Sind Kiel-Fans bei euch dabei? Gibt's Kiel-Fans? Da war gerade ein Schakal. Dreier. Kann, Wind, danke dir. Kann ein Achter Kaffernbüffel Tier machen? Machst du noch Büffelabfahrt? Ich weiß es nicht. Oh, das sind aber viele. Aber keine großen. Holzbein Kiel. Ja, der Wind kann uns wieder Probleme machen. Der kann uns Probleme machen. 151 ist dir. Achter, der bis 160 ging. Oh krass. Oh krass. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie weit der ging. Aber ich meine, er war über 151, 153 oder sowas. Kann das sein? Die Frage ist, ob er auf uns drauf geht oder ob wir ihn durch den Wind verscheuchen. Er hat 0,7 Punkte, Dia zu werden. Kinsko ist live. Da müssen wir später alle mal zu ihm rüberschauen. Liegt da 9er dir? Nee, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Oha. Also die Sicht ist halt zu... Oh shit. Oh shit, wo kamen die denn her? Simba, bleib jetzt ganz ruhig. Schieb mich hier nicht rum. Abfahrt. Die sind irgendwie buggy. Was ist mit den Büffeln los? Jetzt geht's wieder. Und direkt aggressiv.
Wir tanzen noch mal eine Runde. Eine Runde Tanzbein schwingen geht noch. Nullung passt. Wie sind die denn? Warum waren da auf einmal drei Büffel direkt vor mir? Junge. Diesmal hat's gepasst. Diesmal war die Nullung auch die richtige. Vier Null, Alter. 139,8, okay. Also ein schöner Gold. Ein richtig schöner Gold. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir noch hin? Mein Walzer, Andi war die Walze. Irgendeiner schreit dann noch. Ich glaube, da will es noch einer wissen. Okay, wir schauen mal schnell in Discord rein. Was fehlt denn noch? Also, wir haben... Oha, Kudu liegt. Kudu liegt, hast du erst drei Tiere geschossen? What? Vierer Spießbock. Ich meine, vielleicht finden wir jetzt auch noch den weiblichen Vierer von vorhin. Da sind einige. Geweihrassel. Die Weihrassel ist ja richtig. Raigo, Alter. Raigo. Liebe Grüße, Raigo und Christoph. Alter, Jungs, vielen Dank euch beiden. Tausend Dank für die Unterstützung. Junge. Vielen, vielen Dank. Zockt ihr zusammen eine Runde oder wie sieht's aus? Ich habe auch einfach so Phasen. Geweihrassel, Spießbock. Der funktionieren oder das... Irgendwie kommt es mir so vor, dass die Caller nicht wirklich funktionieren. Habt ihr das auch? Das ist den Tieren komplett egal. Da kann ich callen, so viel ich will. Wachsam. Also einer kommt jetzt doch. Direkt auf Flucht wegen dem Wind. Oha. Das ist er. Bleib stehen. Bleib stehen. Das war der von vorhin. Ich sag dir, die Fährtenlese machen wir jetzt. Der ist richtig aus dem Wind rausgerannt. Den werden wir jetzt verfolgen. Ja klar, ganzen Tag gewartet, bis es 18:30 ist. Sehr cool. Vielen Dank euch beiden nochmal. Das müsste er sein. 205 Kilo ist das Max beim Spießbock.
Nee. Ah ja, ist ja auch nur ein Vierer. Ist ja auch nur ein Vierer. Das muss aber doch die Spur sein von ihm, oder? Macht es Sinn, dass der Vierer, der gerade uns vorbei ist, dass das die Spur von ihm ist, bis 205 Kilo? Oder muss der Vierer Max Weight haben? Ich habe mit der Geweihrassel noch keinen Dammhirsch anlocken können. Ja, manchmal ist es echt strange. Epische Verfolgungsjagd zwischen Springbock und Löwen, oha. Aber passt die Spur zu dem Tier, was wir gerade gesehen haben? Löwe liegt von Cat Gaming. Alter, Cat, Glückwunsch. Das ist er. Okay. Dann werden wir jetzt eine Runde Fährten lesen. Ich meine, der Wind ist jetzt halt wieder, er hat die ja scheinbar umgedreht. Aber wir bleiben jetzt an dem dran. Hab gerade nachgeschaut. Alles klar, Kitty, danke dir. Maximalgewicht von Spießböcken ist, glaube ich, 240. Auf der Flucht. Ich glaube nicht, dass er dir ist. Wir versuchen ihn jetzt mal zu bekommen, dann schauen wir uns an. Büffelhunter, vielen großen Dank. Mit Büffelsports hab gerade goldenen Büffel geschossen. Glückwunsch! Alter, fast versemmelt. So, also der hat uns vorhin schon echt verrückt gemacht. Ich hoffe, dass wir die Spur hier gleich wieder finden. Also normalerweise. Was war das denn? Jetzt wird's ungemütlich. Irgendwo ist die Spur verschwunden. Die zeigt schon noch in die Richtung. Anderer Vierer. Ich muss die nochmal schnell einnehmen. Wenn das so weitergeht, dann brauchen Adler und ich morgen wohl nicht mehr jagen im Stream. Ja, man kann echt immer nur ein bisschen hoffen, dass es nicht an einem Abend schon durch ist. Yvonne ist mit am Start. Yvonne, vielen Dank fürs Abo und willkommen. Danke dir. Der könnte dir sein, aber mein Cousin hat auch so zwei Weibchen Spießböcke geschossen. Ja, ich hoffe jetzt, wir finden ihn. Dann schauen wir uns einfach an. Die Spur haben wir zumindest wieder. Ist nur die Frage, der Wind ist halt wirklich super beschissen. Das ist er nicht. Das finde ich ist immer ein bisschen nervig. Sobald man anderes Tier aktiviert, ist die eine Spur dann wieder weg. Da verliert man manchmal. So, hier haben wir sie. Zumindest läuft er jetzt aus dem Wind raus. Patrick, Mann. Vielen Dank und willkommen im Red Legends Club. Tausend Dank dir. Vielen, vielen Dank. Der Hammer. Patrick, wenn du Bock hast und im Discord bist, dann schreib einen Mod oder mich an. Dann
bekommst du den Rang. Vielen Dank dir. Du und der Chat haben mir den Tag gerettet. Ihr seid die Besten. Ronald, freut mich, wenn du Spaß hast. Freut mich sehr. Ist auch der beste Chat. Hast du dir den Gabelbock im Discord schon angeschaut? Nee, noch nicht, Tim. Habe ich noch nicht gemacht. 5-0, alter Schwede. Junge, Junge, die geben aber Gas. Wer hat die Buden gemacht? Reus hat eins gemacht. Wer die anderen? Wahrscheinlich viermal Haaland, oder? Der Wind dreht leider auch da rein. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass der Dia sein könnte. Reyna, okay. Haaland ist nicht dabei. Oi. Hazard hat eins gemacht. Okay, Muskelprobleme. Ah, okay. Aber dann ist ja gut zu wissen, dass es auch ohne ihn geht. Bellingham ist auch so eine Maschine. Zweimal Reyna, einmal Reus, zweimal Hazard. Krass, ey. Ja, das meinte ich. Jetzt habe ich hier eine andere Spur angewählt. Jetzt ist die wieder weg. Keine Ahnung mehr, welche das ist. Das ist ein bisschen nervig. Kennt man gar nicht von Dortmund. Jetzt hagelt's gleich. Jetzt hagelt's gleich. Wenn wir Silveridge Peaks kaufen, aber kann es mir momentan nicht leisten. Da lohnt sich's auch manchmal echt ein bisschen abzuwarten. Da gibt's immer mal wieder richtig gute Angebote, wo das Zeug viel, viel günstiger ist. Und nachdem es da ja so viele DLCs gibt, lohnt sich's da wirklich, wenn man einfach sagt, man wartet mal einen kleinen Moment und holt sich das dann, wenn es irgendwie im Sale ist oder so. Da kann man echt viel sparen. Wie lange noch Stream? Ja, ich hatte eigentlich vor so um 8:30 oder so Schluss zu machen. Aber ich würde mir jetzt auf jeden Fall gern den hier noch schnappen. Auch wenn der Wind immer mit uns mitdreht, ey. Ich hab dich jetzt auch ins Twitch. Danke dir. Oh Gott, da schreit der nächste Büffel. 9:30, halb zehn meine ich. 9:30. 9:30 ist schon rum. Also es ist zumindest frisch. Ich fange jetzt hier einfach mal zum Callen an. Auch. Jetzt ist es wie mit der Ziege. Ja. Aber ich habe keinen Zeitdruck. Also wir können auch ein bisschen länger machen. Ich finde auch am Abend immer noch danach so im Stream so eine kurze oder mehr oder weniger kurze Runde einfach ein bisschen quatschen, verschiedene Themen besprechen oder so, finde ich auch immer cool. Können wir heute auch noch machen. Welche Länder spielt ihr am liebsten? Also ich bin in Silveridge Peaks gern unterwegs. Ich bin Yukon Valley, finde ich gut. Aber mich würde es auch mal interessieren. Was sagt der Chat? Chat, was ist eure Lieblingsmap? Harald, hau rein. Ciao, ciao. Frisch. Also so weit kann er noch nicht sein. Rich und Savanne, Quattro, de Avaroa, Spanien. Silveridge Peaks und Savanne. Da geht die Spur weiter. Immer schön im Wind, ey. Immer schön im Wind.
Was verfolgst du? Spießbock. Ein Vierer mit Diamantpotenzial. Hirschfelden, Yukon. Hier sieht es jetzt eigentlich nach einer schönen, offenen Fläche aus. Ernsthaft? Ist der jetzt echt an was vorbei? Weiblich, Ries, weiblich. Halbzeit, Dortmund führt 5-0. Könnte zweistellig werden. Zumindest ist jetzt der Wind besser. Zumindest ist der Wind besser. Lukas Downhill, moin, grüß dich. Servus. Ist ein Bayern-Fan dabei? Oh ja, einen kenne ich sogar. Einen kenne ich. Alt. Oh Mann. Mir, San Mir. Also Melli ist auf jeden Fall schon mal Bayern-Fan, habe ich da rausgehört. Jos, sieht nicht so aus. Immer noch alt, kann es sein, dass der hier... Die beiden Maps mit den Grauen und den Iberischen Wölfen, das ist Yukon Valley und Spanien. Dreier, der irgendwelche Probleme hat. Vierer männlich, Vierer weiblich. Bitte beruhig dich, Mann. Ich habe keinen Bock mehr, jetzt ewig rumzusuchen. Oh, nervös. Sehr schön. So. 200. Oh ja, oh ja. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt sieht's gut aus. Der hat doch hier gerade umgedreht und müsste jetzt hier runterkommen. Das ist er. 200 Meter. Wenn er sich jetzt beruhigt, dann ist er dran. Der Wind ist jetzt auch sehr gut. Hier kommt er. Jetzt mal schnell die Entfernung abchecken. Ziemlich genau 130, 140 Meter. Es ist halt super viel Gestrüpp hier. Jetzt einfach. Ganz ehrlich, der Wind geht überhaupt nicht in seine Richtung. Ich bin näher als 200 Meter definitiv dran. Ich sehe gar nichts, Mann. Männchen.
Das war er und ich habe ihn. Oh Gott sei Dank, ey. Wir haben ihn. Jo, wir haben ihn. Was für eine schwere Geburt. Eigentlich habe ich den Schuss zu schnell gesetzt, aber ich wollte es nicht noch länger rumtun. Mach Mucke an. Ach, meint ihr echt, das ist ein Tier? Meint ihr echt, das ist ein Tier? Echt jetzt? Ich habe heute schon einmal die Mucke angemacht. Jetzt muss es klappen. Troll 317. 100% Dia, mein Carmen. Anne ist mit dem Dia dabei, Tim ist mit dem Dia dabei. Ich kann es euch nicht sagen. Nein! Zweite Mal heute. Shit. So eine Scheiße. Naja. Trotzdem schön. In Grau 323,9, ey. Hat aber schon ordentliche Hörner. 1110. Schade. 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 Haben wir hier noch irgendwo Büffel? Löwe 12 bis 1500, da können wir mal hinschauen. Da sind wir gerade eh noch in der Zeit drinnen. Jetzt muss der Dia-Büffel her. Oh ja. Es entwickelt sich zu Trollmusik. Ey, ich habe mir genau das gleiche gedacht. Ich muss ein neues Musikstück für uns raussuchen. Wir brauchen was anderes. Bringt uns kein Glück mehr. Du hattest in dem einen Video noch einen 9er Büffel. Den 9er Büffel hat der Espi geschnappt. Den haben wir schon geholt. Kudu? Dreier. Loopfisch, Mensch. Loopfisch, grüß dich, wie geht's dir? Cool, dass du vorbeischaust. Diamonds in the Sky. Dann krieg ich Probleme mit dem Copyright. Links unten zur Trinkzeit Spießbürger, meinst du hier? 4 bis 8.30 Uhr. Ich glaube den Spot hat Sanji auch schon mal gemeint, dass der ganz gut sein soll. Siehe Discord zum Dia-Soundtrack. Moment. Trollololololol. Gute Idee. Mir geht's gut. Habe schon vorher Hallo geschrieben. War Fettangeln mit einem Freund. 4 schöne Hechte. Oha. Sorry, da habe ich es vorhin übersehen. Aber dann Glückwunsch zu den Hechten. Hechtsaison ist eröffnet. Habe ich heute gelesen. Habe einen Dierbüffel auf der Map, aber traue mich nicht, ihn zu schießen, weil ich schon mehr eine Dierstockente verschossen habe.
nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Wenn der einmal auf deiner eigenen Map ist, dann ist der niemals weg. Der wird da immer sein. Nimm dir einfach so viel Zeit. Warte wirklich auf den perfekten Moment, wenn er vielleicht schön seitlich zu dir steht oder so. Achte darauf, die richtige Waffe zu nehmen. Passiert mir auch immer mal wieder. Und dann holst du ihn. Hast du Tipps für Rothirsche? Welches Level meinst du? Welche Map meinst du? So, die ganze Zeit 5er Gnu. Gnu. Haben wir Gnu schon? Ich meine, wir haben Gnu schon. Cat mit dem Löwen, ey. Sehr gut. Ja, Gnu haben wir schon. Es fehlt noch Büffel. Es fehlt Büffel, Hase, Schakal und Springbock. Ja, genau. Hase, Schakal, Springbock, Büffel. Die richtige Nullung? Oh ja, die auch. Es gibt Albino-Tiere. Sorry, ich bin noch anfangen. Gar kein Problem. Du kannst so viele Fragen stellen, wie du möchtest. Genau. Also es gibt verschiedene Fellarten, wenn du auf die Seite... Warte mal. Auf der Seite findet ihr, die Seite ist von Nordpol, da findet ihr zu jedem Tier, in welcher Fellfarbe das Tier quasi existiert und wie selten diese Fellfarbe ist. Da gibt es teilweise Tiere, ich glaube es ist zum Beispiel der Braunbär, habe ich neulich mit SBS gesprochen, die haben glaube ich, die gibt es in 7 verschiedenen Fellfarben oder so. Tja, jetzt ist die Frage, auf was gehen wir jetzt noch? Oder quatsch mal einfach noch ein bisschen. Streifenschakal, vielleicht schauen wir uns den Spot noch an. Den schauen wir uns noch an. Was wäre, wenn ein männlicher Löwe als Albino kommt? Durchgespielt. Beim Spinnangeln mit Big Baits hat man keine Probleme mit Grundeln, aber bei uns ist keine Grundelregion. Da hört es bei mir auf. Mahlzeit, Jungs und Mädels. Irgendwie fixt mich das Spiel ziemlich an. Reicht es erstmal die einfache Version für 20 auf Steam zu kaufen oder besser die mit Add-ons für 40 oder auf einen Sale warten? Ich meine... Yo, Reik und ich machen uns einen gemütlichen Zockerabend. Geil, Mann. Erstmal vielen Dank euch beiden nochmal. Vielen, vielen Dank. Gemütlicher Zockerabend, Mann. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres, als mit einem Kumpel einen richtig schönen, gemütlichen Abend zu verbringen und zu zocken. Vielen Dank euch beiden. Ich wünsche euch echt einen richtig, richtig guten Abend. Silas ist zurück. Willkommen zurück. Genau, wir waren bei Sale und so weiter. Also wenn du jetzt sagst, du hast keine Eile, du willst einfach irgendwann... neue Add-ons und so weiter und vor allem du überlegst, ob dir mehr holen sollst, da würde ich auf den Sale warten, da kannst du dir wirklich extrem viel Geld sparen. Außer du sagst, dann kannst du immer zuschlagen. Und die bei dieser 2021er Version oder was das jetzt für eine ist, da musst du mal gucken, was ich habe jetzt nicht auswendig im Kopf, was da für Add-ons mit dabei sind. Bin die ganze Zeit auf dem Berg unterwegs. Erstmal trinken der Hasen gefunden. Fehler dabei, das nächste Wacherloch ist knapp 1,5. Die trinken wahrscheinlich aus, da sind so Gänseblümchen und da trinken die wahrscheinlich den Tau daraus.
Die Hasen brauchen ja nicht viel. Ab welchem Wert ist Springbock dir? Springbock ist ab 110,7 dir. Wie bekommt man Multiplayer? Den bekommst du nicht, den hat jeder, der das Spiel hat. Luigi Boy, grüß dich. Ich habe gerade meine ersten zwei Dias geschossen. Gabelbock, Manuel, herzlichen Glückwunsch. Finde auf der Webseite von Nordpol nicht die Fellart. Du musst, glaube ich, auf das Tier klicken, auf den Tiernamen klicken und dann steht es unter dem Tier quasi, direkt in der Spalte, wenn du nach rechts scrollst. Mein Stock, also müsst ihr aufpassen, dass ihr auf die Attrappen schießt. Hast nichts verpasst. Jage gleich noch auf Schakal. Oha, mal schauen, wer schneller ist. Muss dich ranhalten. Ich hole dir jetzt gleich ein Dia, Schakal. Geht weiter. Was ist euer Tipp? Wie geht Dortmund Kiel aus? 5-0 zur Halbzeit? Ich sag 7-0. Mastschwein, alter Schwede. 8-0, 9-1. Ich kann leider nicht zu viel Zeit mehr lassen, weil 15.30 Uhr in einer Stunde ist die Trinkzeit wieder vorbei. Du und dir, Schakal, Andi, so wie du schießt, wird das eher ein schöner Goldschakal. Kid, Kid, Kid. Ich glaube, wir müssen nochmal eine Runde auf dem Schießstand und Wettschießen machen. Ich kann dir das gern nochmal zeigen. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Hab gerne vielleicht dir Springbock geschossen und das Spiel ist gecrashed. Das ist bitter. Kommt heute noch Pläne zu? Nee, Pläne zu werden wir heute nicht mehr machen. Vielleicht kriegen wir es nächste Woche noch rein. Ich muss mal gucken. Ich freue mich drauf. Oh, Senji kommt jetzt auch noch. Senji, was ist mit euch? Der 9er Schakal rennt mir gleich vor die Flinte. Wie der Lux die Woche. Hast du 9er Lux geschossen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Mit der Pistole auf 400 Meter. Welche Pistole? Andersen? Andi schießt gut. So ist es. Rhino. Kilian, grüß dich. Andi, ich bin schon seit knapp 2 Stunden auf diesem verdammten Berg und jage Schakale und Hasen, weil das die letzten sein werden. Ich mach den Schakal gleich. Und ja, ich habe mein Dierpinselohr. Also Schakal brauchst du dich nicht mehr drum kümmern. Spielst du jetzt Planet Zoo? Also heute nicht mehr. Ich habe ein paar Mal gestreamt auf Twitch mit Planet Zoo und das machen wir bestimmt mal wieder. Aber heute fehlt da die Zeit. Der Wind steht gut hier, auf jeden Fall. Klar, Alter. Pass auf. Wenn die Mods hier so Gas geben.
Ich muss kurz ein Lied suchen. Okay, das ist jetzt die Ansage. Ansage an die Mods. Ihr habt jetzt alle ein paar Sprüche rausgehauen. Wenn ihr wirklich Mut habt, dann machen wir da eine Challenge draus. Dann braucht man einen Wetteinsatz, dann braucht man Bedingungen, dann braucht man einen Termin und dann zeige ich euch ohne Probleme, wie man dieses Spiel spielt. Ist jetzt eure Entscheidung. Ihr könnt jetzt, ist gar kein Problem. Wenn ihr jetzt kalte Füße kriegt, wenn ihr Angst bekommt, gar kein Problem. Dann sagt es einfach. Ich habe schon lange nichts mehr von denen gelesen. Von den Jungs und von dem Mädel. Ich habe schon lange nichts mehr gelesen. Okay, Nordpol meldet sich als erstes. Kalte Füße, die werden nie warm. Also, Nordpol ist dabei. Kit ist dabei. Was denn für eine Challenge? Ich meine, ich habe nichts... Du bist Mod, du bist dabei. Sanji ist dabei. Sage ich jetzt einfach so. Ich überlege mir da was Schönes. Junge, komm her. Ich überlege mir da was. Wir machen das richtig. Wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Besteck ist dabei, hat er Besteck. Das war klar, dass er dabei ist. Ein Elchgeweih habe ich noch. Oha, es wird immer besser. Was für eine Challenge. Ich werde da mir was richtig Feines überlegen. Und dann muss ich den Jungs echt mal was zeigen. Wir stellen uns nebeneinander und der Größere hat gewonnen. Dann bin ich, glaube ich, Zweiter. So, jetzt holen wir uns den Dia-Schakal, hätte ich gesagt. Aber das musste jetzt sein. Das musste jetzt einfach sein. Ich werd mir was richtig Schönes ausdenken. Mit einem richtig schönen Wetteinsatz. Wird gut. Wird gut. Ich sitze nur mit demselben Boot. Mitgehangen, mitgefangen. Auf welcher Map gibt es denn Luchse? Auf Method Tiger. Wir wollten das doch. Ja, ihr habt es jetzt. Ihr habt es jetzt. Wahrscheinlich ist es die Trinkzeit der Schakale rum, oder? 15 Uhr. Hier sollten die eigentlich trinken. Also ich werde mir echt eine richtige feine Challenge überlegen und ich verspreche euch, ich werde nicht üben. Ich habe gar keine Zeit dafür. Ich werde nicht üben. Ich unterstütze Andi auf jeden Fall. So muss es sein. Ja, ich glaube tatsächlich... Durch die Aktion sind die Schakale jetzt weitergezogen. Mal gucken. Oha. Oh oh. Oh oh. Simba. Alter. Ich hab Gänsehaut. Patrick, vielen Dank dir. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Hau rein und noch ein schönes Wochenende. Danke nochmal für die Unterstützung. Hau rein, Patrick. Ciao, ciao.
Simba hat ihn in die Flucht geschlagen. Ich habe ihn in die Flucht geschlagen. Simba hat sich hinter mir verkrochen. Also ich gehe jetzt trotzdem dahinter zu den Schakalen. Vielleicht ist eine gute Spur dabei. Ach so, sah aber anders aus. Ey, heute wollt ihr es aber echt wissen. Heute wollt ihr es wissen. Simba stand vor dir, aber egal, lassen wir gelten. Er ist so um mich rum. Und dabei hat er ganz leise gesagt: Andi, bitte hilf mir. Du bist der Meisterschütze. Beschütze mich. Wenn ich auf der ganzen Welt einen aussuchen könnte, der mich beschützt, das wärst du. Habt ihr es nicht gehört? Ich habe das genauso gehört. Moin Moin hat's auch gehört. Jetzt, wo du es sagst. Ja, guck an. Andi, bitte beschütze mich. Da schon wieder. Guck, der rennt schon weg. Ha, ich kann den Namen nicht aussprechen. Aber vielen Dank dir. Fürs Abo. Vielen Dank. So, ich bin erstmal raus. Schönes Wochenende euch allen noch. Buschmann, hau rein. Ciao, ciao. Meinen ersten Tag auf Quattro einen Diab sieht Ibex verschossen. Am nächsten Tag hat aber wieder einer vorbeigeschaut und den habe ich mir geholt. Sehr gut. Glückwunsch. Zimbabwe kann sprechen. Andi, was los beim Schlafen auf der Pritsche? Was eingeklemmt? Alter. Alter, geht ey. Ich lese einfach weiter vor. Ich kann nicht. Oh Gott, Mann. Oh, ich heule, ey. Ich heule. Junge, das klingt echt komisch. Ja, was glaubst du, wie ein Hund sich anhört, der spricht? Hast du wieder was von TK gehört? Nee, schon länger nicht mehr. Der hat ja auch von Besteckung. Aber ich sag euch, heute ist die erste Nacht, wo ich wieder im normalen Bett pennen kann. Heute kam das Ergebnis. Sehr, sehr gut. Milchschaum, Alter. Oh Gott, ihr seid doch verrückt. Ihr seid echt verrückt. Wann kommt das? Wenn du mit Simba sprechen kannst, würde ich vielleicht mal zum Alex gehen. Jetzt kommt der Nächste, ey. Jetzt kommt der Nächste. Auf Mephisto ist Verlass. Ich setze einen Fünfer auf Andi. Grille, my man. Du kriegst ein richtig dickes Herz von mir. Vielen Dank für die Unterstützung, Mephisto. Vielen, vielen Dank. Also, wir sind schon mal zu zweit. So, jetzt gucken wir mal. Also, Löwe haben wir hier. Da haben wir die Streifenschakale. Nur einer. Ich bin der Engel unter den Mods. Ja, das stimmt. Absolut im Gegenteilland. Der Gehirnklempner.
viertel vor zehn. Die Birne wird langsam weich. Ist aber okay. Also da haben wir noch rein. Du hast das gefallen. Gefallene Engel. Kit hat heute Bock. Oh, ich würde mir jetzt echt so gern noch so einen Büffel oder so holen, ey. Bin die Unschuld vom Lande selbst. Nonnen sind schlimm. Ja. Wenn du gerade davon anfängst, Besteck, was ich dich schon lange mal fragen wollte. Kennst du The Long Dark? So, wo haben wir noch so einen Büffelspot? Komm. Irgendeinen Büffel wollen wir jetzt noch. Ich meine, ich kann mich aufs Quad schwingen und die Küste hier entlang fahren. 8:30 bis 12. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Dann laufen wir da runter. 8:30 bis 12. Schauen nochmal nach Büffel. Ich setze einen 9er Jekalov an. Alter Junge, der ist noch nicht. So habe ich es fast ver. Es ist zu schnell weg und es kam nicht über YouTube. Altmetall, Mann. Ich muss mal schnell auf Tippi streamen. Da war eine Textnachricht dabei. Holy. Altmetall. Tut mir leid, ihr müsst jetzt kurz warten. Holy shit. Das war so schnell wieder weg. Oh wei, oh wei. Hä? Ah, ich war falsch. Alter. So, habe es fast vergessen. Schau mal ins Discord. Eventuell hast Bock drauf. Lob an die Mods. Und wo bleibt der Dir? Altmetall. Vielen, vielen Dank. Absolut verrückt. Absolut verrückt. Schau mal ins Discord. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ja. Warte mal. Okay, Altmetall. Ey, wir müssen jetzt hier kurz aus dem Spiel raus. Wir holen uns gleich die Büffel. Okay, pass auf. Altmetall. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie wir das am besten machen. Aber Altmetall hat ich lese es einfach vor. Ist es okay, wenn ich es vorlese, Altmetall? Ich glaube, es ist okay. Also, Altmetall schreibt, lass uns mal deiner Community, die das Spiel noch nicht haben, was Gutes tun. Und hat mir zwei Steam-Codes geschickt, die wir jetzt im Stream verlosen können an Leute, die auf das Spiel Bock haben und die das Spiel noch nicht haben. Also im Endeffekt sponsert er hier zweimal The Hunter Call of the Wild. Weil er euch, der Community, was Gutes tun will.
Das ist der absolute Hammer, ey. Altmetall, Junge. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wie wir das machen sollen mit dem Verlosen. Ehre, richtig viel Ehre. Wie machen wir das mit dem Verlosen? Ich habe sowas noch nie gemacht. Also, keine Ahnung. Ihr müsst jetzt natürlich, ihr könnt euch jetzt überlegen, aber es wäre cool, wenn ihr jetzt ehrlich seid. Gibt's unter euch noch jemanden, der das Spiel noch nicht hat und es gerne hätte? Das ist schwer in Ordnung, das ist richtig in Ordnung. Ehre auf seinen Nacken, richtig auf den Nacken. Haben die Keys ein Haltbarkeitsdatum? Warte mal. Comment Picker. YouTube Random Comment Picker Giveaway Winner. Oh, Kid schreibt mir hier gerade. Das können wir mal ausprobieren. Wir machen, ja genau so machen wir es. Kid, vielen Dank dir. Wir machen es so, jeder, der das möchte, kommentiert einfach unter den Stream hier in die Kommentare. Also es sind Steam-Codes, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, das ist für PC quasi. Oder? Warte mal. Ja, genau. Das sind Steam-Codes für PC. Das heißt, jeder, der das Spiel noch nicht hat, kommentiert unter das Video. Was machen wir? Alter, ist auch noch die Version mit allen DLCs. Junge. Also, ich weiß nicht, muss ich da irgendwelche Rahmenbedingungen bei so einem Giveaway machen? Ich sage jetzt einfach mal irgendwas. Ihr dürft erst, wenn ihr... Wie alt muss man sein? 14 wahrscheinlich. Ihr müsst im richtigen Alter sein. Bitte wirklich nur Leute, die das Spiel noch nicht haben. Altmetall sponsert es. Es ist kostenlos. Es gibt die 2 Steam Keys für 2 Leute. Kommentiert einfach unter das Video mit dem Hashtag COTW für Call of the Wild, also so. Kommentiert einfach das drunter. Und genau, dann lose ich das im Anschluss ran. Ja, nicht in Chat. Nicht in Chat, Freunde. Als Kommentar unter das Video. Das ist jetzt im Chat. Einfach, ihr könnt es auch nachträglich machen. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass sowas was passiert. Nein, auf keinen Fall. Also nicht in Chat schreiben, als Kommentar unter das Video. Ihr könnt da auf dem Handy oder am PC auswählen, ob ihr unter welches, einfach unter den Stream. Ich muss jetzt selber mal schnell schauen, aber das geht auf jeden Fall. Ich schaue mir jetzt mal ein. Oh Gott, jetzt wäre ich gerade übelst. Genau, ihr könnt, wenn das Video offen ist, dann könnt ihr den Chat im Endeffekt ausblenden und könnt ganz normal Kommentare drunter setzen. Meine ich. Oder geht es nicht? Also ich glaube, es geht erst, wenn das Video aus ist. Während du live bist, kann man nicht kommentieren. Okay, pass auf, dann machen wir es anders. Dann machen wir es einfach... verdammt. Altmetall hat mich echt kaputt gemacht. Wie... Solange es live ist und der Chat aktiv, kann man nicht kommentieren. Dann machen wir es so. Nachdem der Stream vorbei ist, könnt ihr unter das Video kommentieren. Und wir sagen einfach, bis Ende dieser Woche, also bis morgen Abend um 23.59 Uhr, kann man daran teilnehmen. Und ihr müsst unter das Video einfach einen Kommentar, Hashtag COTW als Kommentar, nicht im Chat, als Kommentar reinhauen.
Und im nächsten Stream losen wir dann aus. Wie wäre das? Melli, Melli, hau rein. Dir auch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Viel Erfolg. Nur einmal. Ja, jeder nur einmal kommentieren. Wer öfter kommentiert, disqualifiziert. So, okay. Jetzt kommt noch mehr. Alter, jetzt sehe ich erst, Daniel haut nochmal einen raus. Schon mal Glückwunsch an den unbekannten Gewinner. Daniel, der Alert kam nicht raus, weil ich die aus der... Ich glaube, ich habe die vorne auf der Perspektive, wo wir gerade waren, ausgestellt. Trotzdem, Daniel, du Verrückter, vielen Dank dir. Heute ist echt... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Und nur die, die am PC spielen. Genau. Also wie gesagt, nur einmal kommentieren. Nur für Leute, die am PC spielen, die das Spiel noch nicht haben und die alt genug sind, dass sie das dürfen. Und es geht bis Ende der Woche. Heute geht's ab. Ja, heute geht's richtig ab. Riesenapplaus an Altmetall. Dafür gibt's. Da geht ein Altmetall. Das ist wirklich extrem nett. So. 8.30 Uhr. Wir schauen da jetzt noch ganz kurz hin. Dann quatschen wir noch eine kleine Runde. Ist im Discord schon was Neues? Vielleicht ein neues Tier? Ne, fehlt immer noch Hase, Schakal, Springbock und Büffel. Also Schakal haben ja viele gesagt, dass der so schwer sein wird. Aber wenn wir auf Leighton Lake sind, nee, Great One ist außer Konkurrenz. Great One ist so selten, dass das würde nicht gut gehen. Ich konnte nicht weiterlesen. Vielen Dank für dein Abo oder Twitch-Follow. Weiter. Tommy, vielen Dank auch dir. Willkommen. Alter, was ein Stream. Habe ich irgendwas verpasst wegen Altmetall? Jo, er hat's ordentlich krachen lassen und hat zweimal ein Steam-Code zum Verlosen quasi rausgehauen. Wenn jemand während der Tierwoche den Great One schießt, ist es dann vorbei. Dann ist die Reise zu Ende. Dann fahren wir alle nach Hause. Dann haben wir fertig. Wie lange streamst du noch? Nicht mehr so lang. Wird es zusätzliche Great Ones geben? Hast du was gehört? Nee, da habe ich noch nichts gehört. Es gibt verschiedene Spekulationen. Aber bis jetzt war das tatsächlich auch nicht mehr als Spekulationen. Gibt's keine Hinweise drauf. Wann kommt das nächste Video? Also es kommt nächste Woche auf jeden Fall ein Video zu Ranch Simulator. Und dann weiß ich nicht, ob nächste oder übernächste Woche das nächste Call of the Wild Video kommt. Also Büffel haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gefunden. Schauen wir uns mal die Spuren an. Männchen hier, man schon. Ich mache nicht mit, da ich mir das Spiel selber kaufe und einer anderen Person gönne. Das ist aber auch sehr nett von dir. Rechts ist einer.
Feuerwehrarmee, ab in die Federn. Hallo? Marshmallow, hau rein. Schönen Abend, schönes Wochenende. Ciao, ciao. Da ist einer. Dreier. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir drehen eine kleine Runde. Rotes Quad muss her. Zack. Abfahrt. Bonnie, vielen Dank für dein Abo. Willkommen. Alter. Chiron, auch dir. Willkommen und vielen Dank. Maultier, nicht Maultierhirsch, Endgegner in der Savanne, könnt ihr euch erinnern? Da haben wir den Neuner schon mal entdeckt, auf dem Quad. Kannst du kurz einen Salut machen? So? Wir haben Büffel. Mal schauen, wie groß die sind. Der sieht ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aus. Siebener, ja, hab's mir schon gedacht, der war nicht so übel. Simba! Hör auf! Oh, der ist doch noch größer, oder? Der kommt mir irgendwie noch größer vor. Oder ist das der Siebener? Shit, ich konnte ihn nicht spotten. Da war einer dabei. Der hier. Oder bilde ich mir das gerade ein? Ja, wieder der Siebener. Haben wir noch was Größeres? Den hole ich mir jetzt einfach. Oh, das sind jetzt aber. Das sind aber alle gar nicht so schlecht. Schaut euch die mal an, ey. Sieben, sechs, acht mythisch. Oh ja. Die Musik dazu. Wie lange machst du noch? Ich hol jetzt noch den Büffel, dann quatschen wir noch ein bisschen und dann ist Ende. Ich glaube, der ganz vorne war der Achter. Das wäre jetzt gut gewesen, wenn das ein Neuner wäre, oder? Moin!
Shit, die Nullung. Was ist mit meiner Waffe los? Kein Dir, weil ein Punkt runter. Ja, aber ich will ihn trotzdem holen. Ich hole ihn trotzdem. Kili, hau rein. Gute Nacht. So, der nächste muss jetzt aber sitzen. Der gerade eben war sehr unsauber. Aber wir haben zumindest die Spur. Da vorne rennt was. Joss, hau rein. Ciao, ciao. Aber der blutet, glaube ich, gar nicht, oder? Ich habe den, glaube ich, gar nicht erwischt. Doch, der blutet. Da vorne ist er. Ciao, bis nächstes Mal. Hau rein. Ciao, ciao. Da vorne muss es sein. Ist jetzt hier gefährlich. Das ist jetzt gefährlich. Oh oh. Der müsste eigentlich gepasst haben. Ist jetzt auf 50%. Schau mal, ob der gleich hier irgendwo liegt. Hauptsache, er kommt nicht aus der Rennerdistanz. Hier war ich überall schon mal. Das ist genau die Strecke, wo die bei dem Video auch abgehaut sind. Ja, hier unten war ich mit der Pistole unterwegs. Der rennt aber noch ganz schön lange. Machst du 200 dabei? Nein. Vor allem haben wir immer noch keinen Jagddruck. Das wird jetzt eine holprige Abfahrt. Was machst du noch? Wir holen jetzt nur noch den Büffel hier. Wenn wir ihn finden. Ey, diese... Das ist genau wie im Video. Genau wie im Video. Bei den Büffeln... Da hätte ich die King vielleicht einfach einpacken müssen. Was macht mein PC? Was Gutes geschossen. Waren ein paar schöne Sachen dabei, aber es war jetzt auch nichts. Also es war heute kein Tier dabei. Aber von der Savanne, der Chat hat schon ordentlich abgeliefert. Ich finde ihn nicht. Gibt's doch gar nicht. Das ist jedes Mal der gleiche Mist mit den Büffeln, ey. Kommt morgen Ranch Simulator? Nee, die Folge kommt Anfang nächster Woche.
Okay, wir finden ihn nicht mehr. Er ist eh nicht gefallen. Gibt's doch gar nicht. Die zeigen in die andere Richtung. Was zur Hölle? Setz dir den Hund drauf an. Ja, das ist eine gute Idee. Simba? Gib alles. Los, gut. Danke für den Tipp. Habe ich jetzt nicht auf. Habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Welches Level ist der Hund? Ich glaube 23. 25 ist er schon. Boah, das ist ganz schön schnell. Das ist jetzt das erste Mal, muss ich sagen, wo der Hund mir wirklich, was das Verfolgen angeht, guckt euch das an, ich wäre rumgelaufen wie ein... Ja, da rettet der mir hier gerade die Verfolgung. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, hier hinterzulaufen. Das ist halt wirklich praktisch. 25, vielleicht ist er doch schon gestorben. Haben wir Jagddruck mittlerweile? Hier unten, habe ich den hier unten erwischt? Wann kommt ein neues Hunter-Video raus? Entweder kommende oder nächste Woche. Ist halt die Frage, ob jetzt gefallen ist. Was Simba jetzt macht. Ich glaube, er hat aufgehört zu bluten, oder? Kann es sein? Also er folgt ihr noch. Und wie er ihr folgt, ey. Also das ist halt wirklich praktisch. Da sucht man es. Also das ist... Ich finde es gerade den Hammer. Ausbildung von meiner Hasen- und Schakaljagd. 2 Max-Weight-Hasen. Oha. 0,1, 0,2 unter dir. Holy shit. Keinen erwähnenswerten Schakale. Aber die Hasen waren ja schon mal richtig gut. Wenn da steht verfolgt Beute, hat er aufgehört zu bluten. Ah, okay, okay. Sonst steht da verfolgt Blutspur, stimmt. Ist halt super schwer hier auch zu sehen. Also selbst wenn wir den jetzt noch irgendwo vor uns haben, das hier ist alles voller Gestrüpp und Bäume. Das wird jetzt hart. Hier geht jetzt auch erstmal bergauf. Das ist echt witzig. Das ist ziemlich genau die gleiche Stelle von den beiden Videos, wo ich auch schon so kaputt gegangen bin dran, ey. Frisch. Yannick, willkommen zurück. Und? War ich zu schnell? Jetzt ist er bei Fuß. Jetzt hat er aufgehört zu verfolgen. Suche nach Blut. Ich glaube, es wird nichts mehr, ey. Das hätte nicht gefunden. Ich glaube, das war's. Waffen hatte ich dabei, die 7mm, die Ranger und die Virant.
Die drei. Aber ich glaube, das war's, ey. Schade. Schade. Aber sonst zieht sich diese Jagd, die zieht sich jetzt noch eine Stunde. Ah, schade, wir schauen nochmal kurz in Discord rein. Discord, wie sieht's aus? Wo sind wir hier? Also es fehlen immer noch Hase, Schakal, Springbock und Kaffernbüffel. Sayrox, hau rein, ciao, ciao. So. Savanne, muss ich sagen, hat echt gut angefangen. Ich bin auch tatsächlich überrascht, dass zum Beispiel der Löwe schon liegt. Hätte ich so gar nicht gedacht. Wer, schau mal, wer waren bis jetzt die Schützen? Wir haben... Es hat angefangen mit Fishing for Life mit dem Warzenschwein. Stimmt, das war schon ziemlich am Anfang. Dann ging es weiter mit Robinho, mit dem Spießbock. Mit 348. Salis mit dem Gnu. Okay, den Namen kann ich aussprechen, mit dem Kudu. Cat Gaming mit dem Löwe. Okay. Dann, was ist heute noch alles passiert, ey? Wir haben heute... Kannst du dir bitte meinen gescheckten Diagabelbock anschauen? Bitte, ich bin so stolz drauf. Wo ist denn der, Tim? Wo ist denn der in Discord? Dann schaue ich mir den kurz an. Heute war ein verrückter Stream. Ihr seid komplett eskaliert. Alle miteinander. Wir haben eine Challenge heraufbeschworen gegen die Mods. Die wird richtig gut werden. Ja. Wir sind vom Löwen gekillt worden. Wir haben mit Büffeln getanzt. Also, da war heute viel dabei. Alles, was man sich von der Savanne verspricht, war da heute dabei. Oh, da ist der gescheckte Rothirsch. Meinst du den gescheckten Rothirsch? Sieht sehr schön aus. Glückwunsch. Die armen Mods. Die armen Mods, will ich auch mal sagen. Aber die wollten es ja nicht anders. Darauf sind wir schon gespannt. Wird hart werden, sage ich euch. Wird hart werden. Mastschwein, dir auch schönen Abend, schönes Wochenende. Nick the Hunter hat noch keine... Ich habe Nick the Hunter heute gar nicht gesehen. Vielleicht ist er unterwegs oder so. Altmetall ist auch eskaliert, hat zwei Geschenke gemacht. Danke, Peter. Hast recht, hast vollkommen recht. War auch völlig verrückt. Schade, dass ich nächste Woche 40-Stunden-Woche habe. Ja, aber die Challenge, die wird noch ein bisschen dauern. Ich bereite da was Kleines vor. Ich habe schon ein paar Ideen. Was gibt's sonst Neues? Aktueller Stand, Call of the Wild. Wir haben, ich gehe mal aus dem Spiel schon mal raus, bevor ich im Hintergrund noch gekillt werde. Wir haben den Bug nochmal, vielleicht für die, die es noch nicht mitbekommen haben, den Bug mit den Tieren, die unsichtbar werden, sobald weiter als 400 Meter oder halt als die Renderdistanz ein Tier weg ist. Da müsst ihr drauf aufpassen. Am besten keine Fernschüsse machen und gute Schüsse machen, sonst sind die Tiere weg. Was haben wir noch? Wir haben das Ding mit den Gänsen, dass die Gänse zurzeit irgendwie ein bisschen buggy sind, genau wie die Enten. Und manchmal nicht spawnen oder halt nicht kommen. Kann ich auch von meinem Freund kommentieren. Dein Freund kann ja selber einfach kommentieren. Dortmund hat 5-0 gewonnen, ist im Finale. Sehr gut. Wie viele Tiere hast du verschreckt? Ich glaube kein einziges. Kein einziges. Marshmallow ist immer noch da. Kannst du mal auf Wasserbüffel gehen? Kann ich auf jeden Fall machen. Wir können jetzt mal schauen.
Was gibt's sonst noch aktuell? Call of the Wild. Gibt's irgendwas? Irgendwas Besonderes? Ich bin gespannt, ob im Sommer eine neue Map kommt. Normalerweise immer so jedes halbe Jahr kommt was Neues. Nicht den Rottisch, sondern den Gabelbock. Ich schaue ihn mir später an. Oha, ich sehe jetzt gerade Mephistos schwarzbraunes Kudu. Nicht Kudu, schwarzbrauner Springbock. Der sieht ja krass aus. Der sieht aber tatsächlich melanistisch aus. Der ist ja komplett dunkel. Mit der Maultierhirschwoche, die kommt demnächst. Die kommt demnächst. Da geht's auf jeden Fall weiter. Mal schauen, was da so passiert. Deswegen dachte ich ja, dass es ein Mähler wäre. Ja, also ich hätte das ja auch jetzt gesagt, 100 Pro, das ist ein Mähler. Aber die sehen cool aus, weil die vorne an der Schnauze sind die noch so leicht weiß, gell? Das ist richtig stark. Finde ich schade, dass der dunkle Springbock nur ungewöhnlich ist. Den sehe ich nicht so oft. Ich habe den noch gar nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Cat Gaming hat auch einen reingestellt. Sehr gut. Hab's gerade schon gesehen. Ich meine, dieses Schwarzbraun gibt es auch nur bei weiblich. Oh, okay. Jetzt habe ich den Gabelbock gesehen. Tim, Glückwunsch. Schönes Teil. Richtig schönes Teil. Eine Schweizer Alpen-Map wäre geil. Ja. Was, da gibt es wahrscheinlich viel, auch so Ziegen. Gibt es da Schafe? Habe heute erst erfahren, dass es auch weibliche Tiere gibt. Ja, gibt es nicht bei allen Tieren. Aber bei, ich meine bei Gnu, Spießbock. Was gibt es noch weibliche Tiere? Ich weiß gerade nicht sicher. Könntest du nicht mal einen 6-Stunden-Stream machen, bitte? Wie lange haben wir denn jetzt gestreamt? Wie lange ging der denn jetzt heute? Warte mal schnell. 3 Stunden 50 Minuten. Also immerhin fast 4. Hasen, genau, klar. Die Hasen. Die Hasen können weibliche Dias machen. Wenn ihr Bock habt, was ich jetzt noch witzig finde, ich wollte es schon lange mal ausprobieren. Wir könnten jetzt mal, denk an den 24-Stunden-Stream, alter Espi. Da müssen wir noch drüber sprechen. Fadi, wer? Oh, ich bin zu spät. Ja, wir sind gerade am Ende. Am Ende machen. Fadi. Aber cool, dass du noch kurz vorbeigeschaut hast. Ich hoffe, dir geht's gut. Wird noch gespielt oder bin ich zu spät? Leider zu spät. Wir haben jetzt 3,5 Stunden gezockt. Jetzt machen wir gerade noch ein bisschen Quatschen. Aber wir lassen es jetzt dann auch gleich gut sein. Dann habt einen schönen Abend. Mephisto, du auch. Schönes Restwochenende. Und ich bin froh, dass du auf meiner Seite bist. Ich bin echt froh. Habt ihr was Gutes geschossen? Ein paar schöne Sachen waren dabei, aber jetzt kein Deer und kein Rare. Wie alt bist du eigentlich? 32. Ja, bestens, danke. Und selber, bei mir ist auch alles gut. Bei mir ist alles gut. Pennywise, dir auch schönen Abend. Loopfish, tschö, mach's gut. Du auch. Schönes Restwochenende. Genau, was gibt's noch? Gibt's noch irgendwas? Nee, sonst gibt's nicht. Hörst du noch deinen Hund rennen? Reden?
Ab und zu kommt es vor. Wenn ich Schlafmangel habe, könnte es vorkommen. Wie lange machst du schon YouTube? Seit ziemlich genau ein Jahr. Wir hatten, heute Samstag, vorgestern hatten wir einjähriges. Vorgestern, vor einem Jahr ganz genau, habe ich das erste Video gepostet. Ich wollte eigentlich einen kleinen Party-Stream machen, aber mir ist was dazwischen gekommen. Ich hatte keine Zeit. Vielleicht holen wir das irgendwann noch nach. Mal schauen. Daniel, schönes Wochenende an dich und alle anderen. Geh jetzt mal schlafen. Daniel, hau rein. Danke dir nochmal für deinen kranken Support. Schlaf gut. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles klar, meine Lieben. Schönes Wochenende noch und danke für die gute Unterhaltung. Grüß euch. Peter, hau rein. Auch dir schönes Wochenende. Yannick, ciao, ciao. Was hältst du generell von der Jagd? Also ich hab's ja schon gesagt, ich bin selber kein Jäger. Ich finde aber, dass das, wenn es darum geht, also ich denke, es ist das Artgerechteste, wenn es so, wenn man sagen soll, um sich Fleisch zu besorgen, was man machen kann. Und es ist ja auch wichtig. Also ich habe das letzte Mal, es war im letzten Stream, richtig viel von euch gelernt, was die Jagd angeht und ja. Heute haben die Löwen gezielt Menschen gejagt, kam mir auch so vor. Ich habe auch gleich zu Beginn kassiert. War krank. Kili der Echte. Ich bin gespannt, ob du nochmal so ein Meme-Ding raushaust, ey. Wirklich, ich habe es auch meiner Freundin gezeigt. Die ist auch weggebrochen. Das war echt stark. Karpfischer, hau rein. Ciao, ciao. Was ist deine Lieblingsmap, Tanata? Wenn ich mich für eine entscheiden muss, dann ist es Silver Ridge Peaks. Stulle, ich bin jetzt auch weg. Schönes Wochenende noch. Stulle, dir auch. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Hast du Tipps für Anfänger? Also die größten Tipps, die ich wirklich selber auch krass lernen musste. Geduld ist es A und O. Achte extrem auf die Lautstärke. Damit habe ich am meisten Tiere am Anfang verscheucht. Und dann einfach kommt man mit der Zeit so rein. Also das ist dann ein bisschen Gefühlssache. Ist in Bearbeitung. Geil. Ich freue mich drauf. Auf Schakalfischen ist echt nervig. Ja, stimmt. Silver Ridge Peaks hat auch die beste Musik. Liebe ich auch. Ich finde generell von allen Maps ist die Musik echt gut, aber Silver Ridge Peaks gefällt mir auch sehr gut. Cat Gaming, hau rein. Glückwunsch nochmal zum Löwen. Schönes Restwochenende. Ciao, ciao. Kili der Echte. Ciao, ciao. Würdest du mal Jäger werden? Da fehlt mir absolut die Zeit. Ich krieg jetzt schon fast nicht alles auf die Reihe. So. Wir sind jetzt hier noch knapp 100 Leute. Kannst du mir Enten jagen? Können wir vielleicht mal machen. Nachdem der Kinsko gerade noch streamt, wäre super witzig, wenn wir jetzt, der streamt auf Englisch, das muss ich euch dazu sagen. Also es ist voll okay, wenn ihr jetzt sagt, ich gehe ins Bett oder ich hau mich vor die Glotze oder was auch immer. Aber ich hau euch hier mal den Link von Kinsko mit rein. Wer Bock hat, ich schaue ihm jetzt auch noch gleich zu und schaue bei ihm in den Chat. Wäre witzig, wenn wir ihn alle grüßen und was könnten wir ihm schreiben? Wir schreiben ihn Challenge coming soon. Wir schreiben ihm so. Aber nicht zu viel spammen. Das heißt, ich mache jetzt den Stream hier zu Ende. Werde jetzt beim Kinsko noch reinschauen, wenn ihr mitkommt und den ein bisschen, ich glaube, man sagt da rated, oder? Dann wäre es cool. Genau, ihr könnt auch sagen, hallo von mir. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein super Restwochenende. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Krankeste Unterstützung überhaupt. Vielen Dank euch. Schönes Restwochenende. Ciao. Ciao.